い、やります、はい。They're still smiling. Good afternoon, everybody. Thank you. Gut, einen schönen guten Nachmittag zusammen und vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns zusammenkommen. Wir sprechen heute über Herausforderungen bei der Governance im digitalen Zeitalter und wir suchen nach neuen Instrumenten für die Politik. Ja, wir haben jetzt gerade erst gegessen, vielleicht sind wir jetzt alle etwas verlangsamt, aber gut, wir haben jetzt hier verschiedene Vertreter. Sie haben vielleicht gehört, Sie hatten vielleicht gehört, dass Herr Hascher, dass Herr Hochschild das Ganze moderieren sollte, aber leider wurde er weggerufen und deswegen übernehme ich das jetzt. Mein Name ist David Kelly von den Vereinten Nationen und ich bin für die Technologieberatung zuständig unter anderem und daher denke ich, passt das eigentlich ganz gut. Ich möchte zunächst einmal damit anfangen, dass wir bei den neuen, grundlegend neuen Technologien vorgehen, anders sein muss, als man das im 20. Jahrhundert gemacht hat, wo man bei der Atomenergie und bei der Raumfahrt tatsächlich gesehen hat, dass das Entwicklungen waren, die von Staaten vorangetrieben wurden. Jetzt ist es so, dass die künstliche Intelligenz, die Biotechnologie, Blockchain etc. Anders vorangetrieben werden. Und wie der Generalsekretär gestern schon gesagt hat oder vorgestern schon gesagt hat, ist das so, dass man 3 bis 5 Jahre braucht für die Zertifizierung und die Ratifizierung. Nun, dann werden wir ganz sicher nicht Schritt halten mit der Entwicklung im 21. Jahrhundert. Und deswegen sind wir heute hier. Wir sind hier, um über neue Wege zu sprechen, multidisziplinäre Wege, wie man die Politik gestalten kann. Und im ersten Teil werden wir uns ansehen, wie dieser multidisziplinarische Prozess funktionieren kann. Und dann kommen hinzu natürlich unsere wunderbaren Kollegen, die ihre Beispiele geben. Dann im zweiten Teil werden wir über Beispiele sprechen, wie Beispiele, die funktionieren und die nicht funktionieren.
Ich möchte zunächst einmal unsere illustren Panelisten hier vorstellen. Molly Lasher, vielen Dank. Sie sind bei der OECD und Sie sind Senior Policy Advisor und Sie arbeiten insbesondere an der digitalen Politik. Aber also das heißt also, Ihre Arbeit an sich ist schon sehr multidisziplinär und auch Ihre Karriere, Ihr Werdegang ist es. Sie haben sehr, sehr viele verschiedene Dinge schon gemacht. Dann haben wir Sophie Parison. Sie ist Innovationsdirektorin bei der Internationalen Handelskammer ICC. Des Weiteren ist sie auch Direktorin der ICC-Basis, also des Programms der Internationalen Handelskammer. Und auch hier ist sie sehr divers und multidisziplinarisch. Sie sehen hier schon eine gewisse Entwicklung, also auch schon bei den Menschen, die hier auf dem Podium sitzen. Sie sind Juristin, sie haben Erfahrung mit Diplomatie, Medizin und Management. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Dann haben wir Sheetal Gumar von Global Partners Digital. Sie ist für den Kapazitätsaufbau insbesondere zuständig und sie ist außerdem auch für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zuständig. Und dann haben wir ganz links noch Jana Musafari Mishuti. Sie ist Abgeordnetin für die aus Nord-Kivu in der Republik Kongo, Demokratischen Republik Kongo. Und Sie sind zuständig unter anderem auch für Jugend- und Geschlechtergleichstellungsfragen. Safari war einmal tatsächlich ein Technologie-Experte auch in der Provinz Nord-Kivu. Dann werden wir jetzt als nächstes ein paar einleitende Worte von jedem hören. Und dann werden wir Fragen stellen und dann öffnen wir die Diskussionen. In der ersten Runde möchte ich zunächst einmal Molly fragen, wie sehen multidisziplinarische Politikprozesse aus? Vielleicht können Sie uns das einmal aus der OECD-Perspektive darstellen. Vielleicht können Sie, Sie haben gesagt, Sie möchten uns auch ein paar Folien dazu zeigen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Es ist eine große Freude, heute hier sein zu dürfen, um tatsächlich die Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen und den Herausforderungen zu begegnen. Das ist nicht einfach und alle Stakeholder müssen tatsächlich zusammenkommen, um eine digitale Zukunft zu formen, die wirklich allen dienen. Und wir wissen, wie groß die Herausforderungen sind, damit die digitale Transformation wirklich das Leben aller Menschen verbessern kann. Bei der OECD haben wir das Going Digital Projekt. Das haben wir zusammen mit mehr als 20 Politikorganisationen durchgeführt und wir haben eigentlich alle eingebunden, außer die nationale Sicherheit. Und wir versuchen, dass wir diesen Übergangsprozess positiv gestalten. Es geht hier um ein integriertes Rahmenwerk. Das sehen Sie auch hier auf der Folie. Des Weiteren haben wir ein Begleitbuch über Online-Toolkits und wir haben verschiedene Elemente. Zunächst einmal einen verbesserten Zugang, dann zweitens die Auswirkungen der Nutzung von Daten und Technologien. Das dritte ist datengetriebene Innovation, wie man sie fördern kann. Das vierte sind menschenwürdige Arbeit für alle, gute Arbeitsbedingungen für alle. Und das fünfte ist dann die sozialer Wohlstand. Dann das sechste, vertrauensbildende Maßnahmen. Und das siebte, Vertrauen in Märkte und digitale Umgebungen. Und jede dieser Dimensionen bringt verschiedene Politikfelder zusammen, sogar viele Politikfelder, die alle miteinander koordiniert werden müssen. Und dieser Ansatz zeigt sehr deutlich, dass wir alle sieben Elemente brauchen, um die digitale Wende zum Erfolg zu bringen. Das bedeutet, man muss in die Infrastruktur investieren und in die Dienste. Das alles bringt aber nichts, wenn die Leute nicht das Vertrauen haben, dass sie dann auch dazu bringt, diese zu nutzen. Wenn die Menschen die Kompetenzen nicht haben, um die digitalen Technologien zu nutzen, dann wird auch der Nutzen schwinden. Das heißt, diese sieben Dimensionen zeigen wirklich, wie stark miteinander verbunden diese einzelnen Elemente sind.
Und ich glaube, es zeigt auch, dass man manchmal eben bestimmte Zielkonflikte hat zwischen den Zielen der öffentlichen Politik. Das alles finden Sie im Detail hier in dem Buch, das Sie auch auf dem Tisch finden. Das heißt, wenn Sie sich da einlesen möchten, dann können Sie das gerne tun. Viele Länder haben eine Strategie für die digitale Wirtschaft. Aber nur sehr wenige Länder fördern wirklich den umfassenden Interressortprozess. Das ist so ein ressortübergreifenden Prozess, wo dann wirklich messbare Ziele auch vorgegeben sind, wo es klar abgegrenzte Verantwortlichkeiten gibt und wo es eine Kohärenz gibt zwischen der Strategie und anderen nationalen, internationalen Zielen, wie denn zum Beispiel den nachhaltigen Entwicklungszielen. Dann braucht man einen ausreichenden Haushalt. Und hier sprechen wir wirklich über 9 Elemente. Und dann muss man auch noch eine Evaluierung und eine Überwachung durchführen. Wir wissen, dass es nötig ist, das auf verschiedenen Regierungsebenen zu tun und auch über verschiedene Ressorts hinweg. Und wir wissen, wie schwierig das ist. Wir wissen, dass es schwierig ist für alle Beteiligten. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass die bestehenden Institutionen und die Struktur der Regierung natürlich kulturell geprägt ist. Aber digitale Technologien können den Prozess an sich schon verbessern. Und es gibt einige Experimente, zum Beispiel bei öffentlichen Konsultationen, bei denen soziale Medien genutzt wurden, um tatsächlich das direkte Feedback der Bevölkerung zu bekommen zu geplanten Gesetzesänderungen. Und das bedeutet, dass man das nicht nur auf der technischen Ebene einbinden kann, sondern auch bei der politischen Arbeit selbst. Und das sollte wirklich gefördert werden. Ganz unten sehen Sie eine URL zu unserem Toolkit, also zu unserem Instrumentenbaukasten. Da dieses Going Digital Projekt gibt eben den Instrumenten, gibt den Regierungen Instrumente an die Hand, mit denen sie das besser umsetzen kann. Und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt tatsächlich einen neuen internationalen Wettbewerb ausrufen wollen für die Digitalisierung. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihr Mobiltelefon nehmen und einmal diese URL aufrufen, dann haben Sie auch die Gelegenheit, uns Ihr Feedback zu geben. Einige der Empfehlungen, die wir haben, kommen in der Form von Best Practices. Dann gibt es Empfehlungen zur künstlichen Intelligenz. Dann gibt es den ersten intergouvernementalen Standard zu diesem Thema. Es gibt auch weitere Instrumente, insbesondere Empfehlungen zum Kinderschutz im Internet. Dann gibt es die Privatsphäre-Leitlinien und wir arbeiten noch an Prinzipien für besseren Zugang für Datenteilen. Alle diese Instrumente sind zugeordnet den einzelnen 7 Dimensionen, die Sie da oben haben, und Sie finden das im Internet. Also bitte lesen Sie das nach und machen Sie das, während wir jetzt das Instrumentarium weiter ausarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt eine ganz kurze Nachfrage stellen. Sie haben über die KI-Prinzipien gesprochen und das ist natürlich eine große Errungenschaft Ihrer Organisation. Ich glaube, Sie haben damit etwas erzielt, was noch keine andere geschafft hat. Sie haben nämlich zwischen verschiedenen Regierungen eine Einigkeit über Prinzipien möglich gemacht, die jetzt im Prinzip sich durchgesetzt haben, die auch in die G20-Erklärung eingeflossen sind. Sie haben über Zielkonflikte gesprochen und über Konsultationen. Inwiefern ist auch all das eingetreten bei den KI-Prinzipien? Gab es da Zielkonflikte und wie ist der Konsultationsprozess verlaufen? Der Konsultationsprozess war wirklich basiert auf einem Multi-Stakeholder-Ansatz. Es gab sehr viele Diskussionen und Argumente über die Definition von KI. Was ist das überhaupt und wie sollte es verwendet werden? Letztendlich ist es so, dass die Prinzipien ziemlich allgemein auf einer relativ hohen Ebene abgestimmt wurden. Das hat dann auch dazu geführt, dass es diese große Übereinstimmung gab. Der Teufel steckt im Detail. Vielleicht sind einige meiner Kolleginnen und Kollegen hier auch im Publikum, die wirklich an den praktischen Empfehlungen zur Umsetzung arbeiten. Und das ist etwas, was momentan durch einen Ausschuss geht. Und letztendlich wird das Endprodukt dann in unser Policy Observatory hochgeladen werden. Das wird im Februar sein und dann wird es ein bisschen mehr Detailschärfe haben.
Also man kann natürlich nicht etwas entwickeln, das für alle Länder im gleichen Maße funktioniert. Man muss es immer noch ein bisschen zuschneiden auf die Bedürfnisse der Länder. Vielen herzlichen Dank. Sie haben eine extrem detaillierte Antwort auf eine Frage, die Sie vorher nicht kannten. Also sehr, sehr beeindruckend. Sophie, vielleicht können Sie uns auch ein paar Minuten lang Ihre Gedanken mitteilen. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte erst einmal den Organisatoren danken. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sind. Mein Name ist Sophie Parrison. Ich arbeite für die Internationale Handelskammer. Wir vertreten 35 Millionen Unternehmen in der ganzen Welt in mehr als 100 Ländern. Wir haben 90 nationale Ausschüsse. Wir sind dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Ich hoffe, das sieht man nicht. Und wir arbeiten an sehr vielen Themen, also Politikempfehlungen, Standardsetzung. Und wir arbeiten extrem multidisziplinarisch. Wir arbeiten auch mit vielen Stakeholdern. Und ich möchte Ihnen darüber ein bisschen mitteilen. Seit Beginn des IGF bin ich doch sehr beeindruckt davon gewesen oder überrascht davon gewesen, wie viel ich über die 3,6 Millionen gehört habe, die offline sind. Und oder beziehungsweise über die 3,9 Milliarden, die schon angeschlossen sind und nicht über diejenigen, die es nicht sind. Diese Lücke muss geschlossen werden und deshalb ist es so, dass die Privatwirtschaft Zusammenarbeit mit Regierungen, mit der Tech-Industrie und mit Unternehmen an sich, um diese Herausforderung anzunehmen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich über unsere Vision darüber sprechen für den Multi-Stakeholder-Ansatz. Wir sind überzeugt, dass eine Kultur der Zusammenarbeit in der gesamten digitalen, im gesamten digitalen IKT-System angeraten ist und das auf allen Ebenen vom lokalen bis zum globalen. Das führt zu Möglichkeiten, voneinander zu lernen und wir sollten flexibel sein und anpassbare Politik entwickeln, die dann auch im Interesse aller Beteiligten ist. In der Praxis bedeutet das eine ganz bewusste Anstrengung, dauerhafte Anstrengung zur Umsetzung, Integration und Überwachung von politischen Entscheidungen und regulatorischen Entscheidungen und eine Überprüfung der politischen Entscheidungen im Bereich der IKT. Und alle Entscheidungen in diesem Bereich. Und so haben wir drei I's. Integrieren, umsetzen, verbessern. Im Englischen 3 I. Das heißt, wir eröffnen den politischen Prozess, den traditionellen, um auf diese Weise alle einzubeziehen in den Entscheidungsprozess. Das kann durch öffentliche Konsultationen geschehen, das kann durch Outreach-Programme geschehen, das kann durch verschiedene Instrumente im politischen Bereich führen. Denn wir glauben, dass das tatsächlich wertvolle und ergänzende Beiträge ermöglicht von all denen, die von den Entscheidungen betroffen sein werden. Dazu gehören Organisationen, die sowohl die Verbraucher als auch die Anbieter von Technologien darstellen und repräsentieren. Und das bedeutet, dass wir auf regionaler und lokaler und internationaler Ebene verschiedene Organisationen einbauen müssen und dabei auch Doppelungen vermeiden sollten. Wir sollten auch integrieren und deswegen haben wir hier vorne diese Folie, die doch sehr ins Auge sticht. Also es gibt hier diesen sogenannten positiven Kreis, also das Gegenteil eines Teufelskreises. Das wurde entwickelt von der Internationalen Handelskammer für die digitale Wirtschaft. Und hier ging es um einen umfassenden Multi-Stakeholder-Ansatz für die Politikgestaltung. Im Zentrum steht die Infrastruktur, dann kommen die Anwendung und die Nutzung und die Nutzer. Das ist das Ökosystem und das zeigt, wie grundlegend die Rolle der IKTs und der einzelnen Funktionen, die dann aufeinander aufbauen, um auf diese Weise Werte an die Nutzer weitergeben. Das ist also ein vielschichtiger Ring, in dem auch die einzelnen politischen Fragen dargestellt werden, die wirtschaftlichen, technischen, sozialen, kulturellen und die Governance-Fragen. Diese entwickeln sich durch die Entwicklung der IKT und diese politischen Interessen können zu Zielkonflikten führen. Und dafür braucht man Erfahrungen und Expertise der Beteiligten, zum Beispiel von Unternehmen, Zivilgesellschaft, der technischen Community und den Regierungen. Also im Grunde allen, die hier im Raum sind. Nur dann lässt sich das Ganze effektiv lösen. Dann haben wir den äußeren Ring. Das sind die Beteiligten, also es ist der
fast äußerste Raum. Und dann gibt es die SDG, die sind diejenigen, das sind die Ziele, die uns alle zusammenhalten, also die nachhaltigen Entwicklungsziele. Und diese Ebenen funktionieren nur, wenn es Zusammenhang gibt innerhalb jeder Ebene und dazwischen. So wie Molly möchte auch ich Sie auf eine Publikation hinweisen, die wir allerdings schon vor einigen Jahren herausgebracht haben, und zwar das Politik-Statement oder das Policy-Statement zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung der IKK. Und wenn Sie das noch nicht kennen, dann lesen Sie das sich bitte durch. Dann möchte ich noch auf die Verbesserung hinzukommen, also das letzte I, so gesehen, improving. Und es ist wunderbar, wenn man jetzt erst einmal ein Rahmenwerk hat und wenn es umgesetzt wird, aber man braucht natürlich auch eine Überprüfung des Ganzen. Das heißt, man sollte entsprechende Prozesse überwachen und überprüfen. Und das gelingt nur, wenn alle Stakeholder beitragen, wenn es ein gemeinsames Verständnis gibt und wenn es den wirklichen Wunsch gibt, gemeinsam die Probleme anzugehen, die ausfindig gemacht wurden. Unsere Schlussfolgerung kennen Sie bereits. Es gibt keinen Ansatz, der für alle gleich funktionieren wird. Es gibt verschiedene Herausforderungen in verschiedenen Ebenen der Welt und dafür muss man dann entsprechend auch diese Herausforderung muss man berücksichtigen. Also Sie haben vielleicht dann später dieses Diagramm noch im Gedächtnis, wenn wir darüber weiter sprechen, aber und wir können darüber sprechen, aber ich möchte noch über eine Initiative sprechen, die unser Generalsekretär am Day Zero, also am Montag beim IGF vorgestellt hat, nämlich damit die Technologie allen dient, also Making Technology Work for All. Das ist also eine Initiative der Internationalen Handelskammer. Und hier möchten wir diesen Multi-Stakeholder-Ansatz umsetzen. Es geht uns also darum, mit den Mitgliedern und den Partnern zusammenzuarbeiten, um den Zugang zum Sicherheit und zu digitalen Technologien tatsächlich auf allen drei Ebenen zu ermöglichen im digitalen Ökosystem. Das bedeutet bei der Infrastruktur, bei der Umsetzung und bei den Fähigkeiten. Wir möchten auch mit den Politikern zusammenarbeiten und ich bin wirklich überrascht, wie oft ich gehört habe, wie wenig Medienkompetenz es bei den Politikern geben soll. Wir müssen sie tatsächlich mit an Bord holen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch sie die nötigen Kenntnisse haben. Dann ging es auch um die gemeinsame Schaffung von Investitionsanreizen und von der Konnektivität auch im Rahmen der IKT-Politik. Und dann gibt es noch einen Weg, auf dem wir unseren Ansatz umsetzen möchten. Und das ist, indem wir unser Netzwerk mobilisieren, das natürlich unsere Handelskammer darstellt, also 35 Millionen Mitglieder Einzelunternehmen und natürlich 12.000 Handelskammern, die auch Mitglied sind. Das heißt, wir haben hier ein sehr großes Outreach. Und dann gibt es ein weiteres Thema, was ganz oben auf der internationalen Agenda steht, der Klimawandel. Wir haben eine Koalition im September aufgelegt, kurz vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und wir haben unsere Handelskammern da tatsächlich teilweise auch mobilisiert. Bisher sind es noch nicht genug. Also ich hoffe, dass wir mehr als die 200, die bisher sich dazu bereit erklärt haben, mobilisieren können. Thank you, Sophie. And congratulations. Vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 100. Geburtstag, wenn Sie so wollen. Ja, Sie haben von den drei I gesprochen. Ich würde gerne noch ein viertes hinzufügen, und zwar das Zusammenfügen, die Kreuzungen sozusagen, Intersection. Also, wir haben jetzt schon diesen verschiedenen Is gehört, aber wo, glauben Sie, braucht man diese, ist es wichtig, innerhalb dieser einzelnen Prozesse oder die Verbindung dieser drei Prozesse? Wo braucht man wirklich diesen multidisziplinären Ansatz? Ich glaube, wir brauchen ihn überall. Denn wenn wir keinen multidisziplinarischen Ansatz haben, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass wir bestimmte Verzerrungen haben. Und wir müssen bestimmte Dinge gleich von Anfang an richtig angehen. Wir müssen die richtigen Fragen von Anfang an stellen, die richtigen Instrumente nutzen und wir müssen Rechenschaft auch uns selbst ablegen. Ja, das Diagramm, was man jetzt nicht mehr sehen kann, ist, glaube ich, tatsächlich ein nützliches Rahmenwerk, aber natürlich muss es immer weiter angepasst werden und man muss es auch immer wieder hinterfragen. Das ist ganz wichtig, Kontext zu hinterfragen aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, wir müssen sehr konstruktiv sein in der Art, wie wir unsere Lösungen finden. Das ist sehr wichtig, damit wir auch eine gemeinsame Lösung finden können. Ja, das macht durchaus Sinn. Also eine Innovation und eine Überprüfung Ihrer eigenen Prozesse. Vielen Dank. Vielen Dank, Chital. Sie kommen von Global Partners Digital.
Vielen herzlichen Dank, David. Es ist wunderbar, zum IGF zu kommen. Und ich glaube, dass es hier einfach ein großes Verständnis für den Wert eines multidisziplinarischen Ansatzes gibt. Das hilft wirklich, dass das bereits gesetzt ist, dass alle wissen, dass es wichtig ist, alle Perspektiven zu sehen. Deswegen sind wir ja alle hier. Das heißt, das macht wirklich Sinn. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich zu diesem Panel eingeladen haben, insbesondere auch den Organisatoren. Also unsere Organisation Global Partners Digital ist ein Förderer des Multi-Stakeholders Ansatzes und wir fördern diesen offenen und inklusiven Ansatz. Und wir haben einen Rahmen aufgelegt, den wir jetzt testen. Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Stakeholdern zum Thema der Internetpolitik und den verschiedenen Themen, die sich darstellen. Wir nutzen dazu auch die Erfahrungen, die anderswo gemacht wurden, in diesem Feld und in anderen Gebieten. Und unserer Ansicht nach gibt es drei wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Zunächst einmal muss die Größe richtig gewählt werden. Dann gibt es die Formung der Prozesse, die gewählt werden. Und dann gibt es die einzelnen Entwürfe. Und ich möchte darauf noch ein wenig näher eingehen. Also man muss offen und inklusiv sein und zugänglich, inklusiv, dann braucht man einen konsensgetriebenen Ansatz. Ich möchte das jetzt kurz ansprechen, bevor ich dann auch auf die Herausforderungen eingehe, dazu hin, wie man das alles tatsächlich lösen kann. Also Offenheit und Zugänglichkeit. Was bedeutet das nun? Es bedeutet erst einmal, dass die entsprechenden Betroffenen tatsächlich rechtzeitig ihren Input geben können. Das bedeutet auch, dass man sich fragt, ob alle Menschen mit allen Hintergründen und mit allen Fähigkeiten tatsächlich sich einbringen können oder ob es da bestimmte Hürden gibt, also finanzielle, geografische oder auch Sprachbarrieren könnten hier im Weg stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese ausgeräumt werden, damit der Prozess wirklich zugänglich ist. Dann inklusiv, da geht es darum, hat jeder die Möglichkeit, etwas beizutragen? Werden verschiedene Ansichten berücksichtigt? Wird das dann auch öffentlich gemacht, was die Leute tatsächlich beitragen? Werden die Entscheidungen tatsächlich auf Grundlage von guten Informationen getroffen? Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, auf den wir uns sicher einigen können, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Transparenz ist absolut wichtig und für die Prozesse, damit die auch funktionieren. Und einige der Faktoren, die wir berücksichtigen sollen, ist dann auch, dass die Interessen klar sind, dass man effektiv ist, dass man auch rechenschaftspflichtig ist, dass man Dokumente auch deutlich macht und dass man konsensorientiert auch arbeitet. Und vieles, was wir jetzt hier gehört haben, ist, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wen wir überhaupt einladen, teilzunehmen. Wie findet man also die Beteiligten oder diejenigen, die beteiligt sein sollten? Wer sind die relevanten Gruppen? Das sind die, die eine klare Interessen oder klare Expertise haben im Bereich. Da muss man anerkennen, dass das nicht in irgendeiner Weise restriktiv gehandhabt sollte. Und gerade bei der Zivilgesellschaft gibt es manchmal tatsächlich das Gefühl, dass man bestimmte zivilgesellschaftliche Gruppen sehr schnell in irgendeine Kiste steckt und irgendeinem Thema zuordnet. Aber es gibt so viel Tiefe und so viel Expertise und so viel Breite, dass man das wirklich auch nutzen sollte. Ob es jetzt um die Politikgestaltung geht, um technische Lösungen geht, um Herausforderungen, ob es um Community Building geht, ob es um Beweisaufbau gibt, ob es um Forschung geht. Es gibt wirklich so viele verschiedene Wissensarten, auf die wir zurückgreifen sollten. Das sollte man also berücksichtigen. Dann zu den Herausforderungen. Ich glaube, bei den Herausforderungen bei der Umsetzung eines multidisziplinarischen Ansatzes hängt es alle vom Kontext ab und auf das Thema. Also bei der Cybersecurity, bei der Cybersicherheit zum Beispiel ist es so, dass man sehr oft die Wahrnehmung hat, dass es sich ja um ein Sicherheitsthema handelt und dass deswegen nur sehr wenige sich tatsächlich damit beschäftigen sollten. Aber Cybersicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung für uns alle und deswegen sollten diese Prozesse auch weiter geöffnet werden. Dann gibt es auch diese Vorstellung, dass ein multidisziplinärer oder Multi-Stakeholder-Prozess teuer, ressourcenintensiv und langwierig ist und da würden wir jetzt sagen, nun, langfristig betrachtet ist es so, wenn man alle von Anfang an einbindet, dann wird es weniger teuer, dann dauert es weniger lang, denn man hat ja die Unterstützung all derer, die sich eingebunden haben und wie ich bereits gesagt habe, es ist so, dass man wirklich von Anfang an die gesamte Wissensbreite einfügt. Und das ist weniger teuer auf lange Sicht. Dann gibt es natürlich oft ein Vertrauensproblem. Manchmal trauen sich die einzelnen Stakeholder gegenseitig nicht. Aber hier wiederum ist die Transparenz sehr wichtig.
was muss getan werden, damit man das langfristig unterstützt? Nun, zunächst einmal muss es ein klares Bekenntnis all derer geben, die den Prozess auch tatsächlich durchführen. Das sind oft auch die Regierungen. Man kann nicht einfach nur sagen, oh, wir müssen jetzt hier auch ein paar Kriterien abhaken, sondern es muss wirklich darum gehen, es muss jedem ein Anliegen sein, dass man wirklich diesen Multi-Stakeholder-Ansatz verfolgt. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist etwas, was wir auch sehr nützlich fanden. Das heißt, bedeutet, man sollte institutionalisierte Formen haben innerhalb von Ministerien, dass zum Beispiel auf diese Weise bestimmte Themen dann auch auf internationaler Ebene beworben werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man wirklich kontinuierlich dabei bleibt. Man muss die Stakeholder wirklich über den gesamten Prozess von Anfang bis zum Ende dabei behalten. Denn wenn man so einen Flickenteppich hat, dann ist das nicht sehr effektiv. Wenn man die Stakeholder nur in der Entwurfsphase und bei der Umsetzungsphase einbindet, dann ist das nicht effektiv. Das heißt, all diese Dinge spielen zusammen. Und dann gibt es noch den Punkt, offene Prozesse führen zu besserem Dialog, mehr Transparenz führt dann auch wieder zu Vertrauen und Vertrauen führt zu besserer Zusammenarbeit und im Endeffekt hat man dann ein besseres Ergebnis. Vielen herzlichen Dank. Thank you, Chatel. Vielen Dank, Chatel. Sie haben über Transparenz gesprochen als etwas Grundlegendes. Das haben Sie mehrmals angesprochen. Worauf ich mich konzentrieren möchte, ist, wie kann man sicherstellen, dass innerhalb der Prozesse Transparenz gewährt wird und dann auch extern in einem breiteren Kontext? In unserem Modell der Politikgestaltung im 21. Jahrhundert ist ja Transparenz ganz zentral. Wie stellt man die sicher? Das ist natürlich eine Schlüsselfrage. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und einige habe ich ja schon genannt, um Transparenz zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass man von Anfang an klar ist, was das Ziel eines Prozesses ist, warum werden gewisse Menschen ins Boot geholt, was sollen sie beitragen. Man sollte öffentlich machen, worüber diskutiert wird zwischen den Stakeholdern. Man muss klarstellen, dass diese Informationen leicht zugänglich sind. Das sind alles wichtige Bausteine und damit bildet man dann auch Vertrauen. Wir haben so viele Werkzeuge, die wir nutzen können für die Transparenz, um sicherzustellen, dass alle die Informationen haben, die sie brauchen, um sinnvoll zu einem Prozess beitragen zu können, dann das Ganze auch verfolgen können und dann auch die Umsetzung einer Politik zu sehen. Ja, es gibt keine Entschuldigung mehr. Es gibt so viele Plattformen, mit denen man Informationen öffentlich machen kann. Und deshalb ist es beunruhigend, wenn das nicht geschieht. Danke, Chatel. Dann hören wir jetzt von Safari Yoshuti. Sie sind der einzige Politiker hier. Sie haben keine Sprechpunkte dabei. Sie haben nur Ihr Charisma. Bitte. Ich bin Obanga Safari aus der Demokratischen Republik Kongo. Ich hatte eigentlich nicht geplant, hier an diesem Podium teilzunehmen. Aber jetzt ist es mir doch eine Freude, hier zu sprechen, auch ohne Sprechpunkte. Ajira Makere hat hier schon gesprochen an diesem Mikrofon und das ist also eine einmalige Chance. Sowas kann man, die kommt nur einmal im Leben und das kann ich natürlich nicht auslassen. Also Politikgestaltung im digitalen Raum. Da hat sich etwas verändert in letzter Zeit. Früher war es so, dass man in der Politik oft den Eindruck erwecken konnte, dass dass die Politiker die Politik machten und die Menschen warteten, was da so über sie kam. Und heute im digitalen Zeitalter hat sich das aber geändert. Das Internet ist nicht etwas, was nur den Regierungen gehört. Zuerst gehört das Internet einmal den Menschen. Das heißt, dass wenn man eine Politik machen will, die das Internet betrifft, man allen Stakeholdern zuhören muss zunächst einmal. Und die Stakeholder im Internet, das sind nicht nur die Länder, sondern es ist die gesamte Menschheit. Die Menschheit besteht aus zahlreichen verschiedenen Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen, die unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Bevor ich hierhin gekommen bin, habe ich Mittag gegessen. Danach ging ich zur Toilette und ich habe etwas gesehen an der Tür, eine kleine Kritzelei.
Und ich dachte, hey, diese Person, die da etwas hingekritzelt hat, was soll denn das? Ist das ein normaler Mensch? Wie kann denn jemand hier so eine Schmiererei auf einer sauberen weißen Tür hinterlassen? Und da ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr so jung bin, wie ich mir vielleicht gerne einbilde. Denn als ich noch jung war, dann konnte ich durchaus Graffiti als Kunst betrachten. Und heute ist es für mich aber ein Verbrechen. Und deshalb ist Alter auch immer ein relevanter Faktor. Junge Menschen denken anders als ältere Menschen. Und einige von Ihnen glauben vielleicht, dass ich immer noch jung bin, aber ich bin alt genug. Als die Berliner Mauer fiel, war ich schon geboren. Ich war zwar nicht in Berlin, aber ich habe den Mauerfall im Fernsehen gesehen. Ich war schon in der Schule, also ich mag nicht so aussehen, aber so jung bin ich nicht mehr. Also, multidisziplinäre Politik. Da müssen wir alle Gruppen mit einbeziehen. Alle Gruppen, die im Internet beteiligt sind, die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft, Organisationen, die die Menschenrechte schützen wollen im Internet. Das interessiert die Menschen, was das Internet für die Menschenrechte tun kann. Wie können wir durch das Internet größere Freiheit, bessere Demokratie erlangen? Wie kann das Internet selbst frei bleiben? Und dann haben wir natürlich die Industrie. Wir haben Unternehmen, die das Internet brauchen. Denn das Internet kann zu Innovationen beitragen. Es können neue Plattformen entwickelt werden, die unternehmerisch sinnvoll sind. Auch diese Gruppen tragen zum Internet bei. Dann brauchen wir aber auch die Ideen derer, die glauben, dass das Internet nicht unsere Priorität sein sollte. In meinem Land, in der Demokratischen Republik Kongo, haben wir andere Prioritäten. Frieden, denn wir hatten einen langen Krieg. Und wenn ich zurückkomme in mein Land und dann vor meinem Parlament spreche und versuche, die Parlamentarier zu überzeugen, dass wir über Internet-Governance sprechen sollten, dann werden sie sagen, hey, wir haben hier einen Friedensprozess und du kommst mir mit Internet-Governance? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir diese Menschen einbeziehen, die sagen, das Internet ist nicht unsere Priorität. Denn sobald diese Politik einmal umgesetzt wird, dann wird sie auch diese Menschen betreffen, auf eine oder andere Weise. Und daher sind diese Menschen, diese gesellschaftlichen Gruppen, diese Länder für uns wichtig, die das Internet nicht zur Priorität machen. Denn wie gesagt, es betrifft auch sie. Und dieser Zeitpunkt, zu dem das geschieht, der wird kommen, zwangsweise. Und wie können wir sicherstellen, dass auch die Interessen der noch ungeborenen Menschen berücksichtigt werden? Oder auch der Menschen, die zum Beispiel hier nicht vertreten sind, Südsudan, Djibouti, wenn wir Menschen aus den Flüchtlingsvertretern haben, UNHCR, das Rote Kreuz, all die Flüchtlingsvertretungen. Was denken Sie über Blockchain, über künstliche Intelligenz, über digitale Identitäten? Denn diese ganzen Themen betreffen auch das Leben dieser Menschen. Und deshalb sollten wir ihre Stimmen hören. Und das möchte ich hier nochmal anstoßen, diesen Gedankengang. Wie können wir Info bekommen von denen, die hier nicht vertreten sind? Dankeschön. Vielen Dank, Safari. Wir sprechen immer wieder über interdisziplinäres, fachübergreifendes. Sie haben das Thema Jugend angesprochen. Ich weiß, Sie sind relativ jung. Der Flug von Goma nach Kinshasa ist 3 Stunden lang und viele Parlamentarier müssen weit fliegen, um Politik zu machen.
Wie gelingt es Ihnen, die Stimmen der Jugend mit einzubinden in politischen Prozessen in der Hauptstadt zu Themen wie KI beispielsweise? Nach den Wahlen in unserem Land haben wir dann irgendwann gesehen, dass wir weit weg sind von unseren Wählerinnen und Wählern. Sie haben uns gewählt, aber dann halten wir den Kontakt nicht aufrecht. Sie wissen nicht genau, was wir tun, wie wir arbeiten. Und es liegt an auch geografischen Distanzen. Wie gesagt, mehr als 3 Stunden von Kinshasa nach Goma. Und ja, wir haben da also keine kontinuierliche Feedback-Kette sozusagen, aber das Internet ist da ein gutes Werkzeug. Damit können wir diese Strecken überbrücken. Wir können uns mit Menschen austauschen oder zumindest Zugang zu Informationen bieten. Und das betrifft nicht nur, das gilt nicht nur für Menschen, die WhatsApp haben. WhatsApp ist natürlich auch ein nützliches Werkzeug, um sich in Echtzeit auszutauschen. In unserem Land haben wir wirklich entlegene Gebiete und es war für mich ganz spannend zu sehen im Wahlkampf, dass ich in diese entlegenen Gebiete gereist bin, wo der Bürgerkrieg noch immer sehr präsent ist. Und auch da kamen dann jedes Mal nach jedem Meeting ein paar Menschen zu mir, 2, 3, und sie sagten, hey, wir hatten Kontakt auf Facebook. Und ich war ganz beeindruckt, denn all diese entlegenen Gebiete hatten dennoch Zugang zu Facebook. Und daher ist auch Facebook ein Tool, was uns wirklich helfen kann, die Demokratie zu stärken, auch in Dörfern, im ländlichen Raum. Und wir können infrastrukturelle Schwierigkeiten lösen, zum Beispiel was Verkehr, Transport angeht. Aber das funktioniert selbstverständlich nur fallbasiert. Ganz wichtig ist aber sicherzustellen, dass das gesamte Parlament diese Tools nutzt, und zwar so viel wie möglich, um mit der Wählerschaft in Kontakt zu bleiben. Denn nach 5 Jahren, was unsere Amtszeit ist, es oft so ist, dass die Menschen denken, hey, das ist hier keine Demokratie. Aber ich kann sagen, dass wir wirklich eine Demokratie haben. Wir haben eine Amtsperiode von 5 Jahren, wie gesagt, und nach diesen 5 Jahren werden fast 80% der Parlamentarier nicht im Amt bestätigt. Denn die Menschen sagen, diese Leute haben nichts für uns getan. Und das ist natürlich auch problematisch. Man wählt jemanden, aber dann kann man nicht nachvollziehen, was diese Person für einen leistet. Und das ist ein Problem und ich hoffe, dass wir das mit einem besseren Internet oder besseren Internetverbindungen ändern können und eine lebendigere Demokratie haben können. Ja, das ist natürlich ein hervorragendes Beispiel für das, was das Internet für die Demokratie tun kann. So, das waren unsere 4 Eingangsstatements. Wir eröffnen nun für das Publikum. Ich glaube, wir haben 10 Minuten Zeit für Fragen. Ich denke, 3 Fragen können wir entgegennehmen. 1, 2 und 3 hier drüben. Bitte, wir fangen zur Linken an. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ich bin Damien Tembini von der London School of Economics. Ich wurde eingeladen von der britischen Regierung, aber ich spreche hier als Privatperson. Ich frage mich, ob ich etwas vorschlagen kann hier für das Podium. Der Vorschlag ist folgender. Wir kommen nun in ein neues Zeitalter in den Multi-Stakeholder-Beziehungen und viele der Annahmen, dass dieser Prozess angeführt werden kann von Unternehmen zum Beispiel, wie wir schon gehört haben, oder begrenzt werden kann auf nur eine kleinere Gruppe von Stakeholdern. Diese Annahmen sind nicht mehr gültig heute. Safaris Vorschlag, dass wirklich alle, jede einzelne Person ein Stakeholder ist, da steckt durchaus viel Wahrheit drin und das sollten wir uns vor Augen halten. Was hat sich denn verändert?
Bedenken um die Demokratie sind immer wichtiger. Fake News, Fehlinformationen, absichtsvolle Fehlinformationen haben wirklich die Situation grundlegend verändert. Das heißt, dafür braucht man neue Politik, neue Formen der Rechenschaftspflicht beispielsweise zum Umgang mit Fake News. Das wird ja alles schon diskutiert. Und dann zweitens nationale Sicherheit. Also Fragen von Fehlinformationen sehen wir nicht nur innerstaatlich an, sondern es geht auch wirklich um nationale Souveränität und um äußere Einmischung in demokratische Prozesse. Und das ist das Umfeld, mit dem wir es heute zu tun haben. Und das erfordert breitere politische Lösungen. Und zwar ganz die werden besprochen auf nationaler Ebene. Aber ist es dann nicht der Fall, dass eine neue Art der Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit erforderlich ist? Und wenn ja, wie ist es denn dann möglich, diese neuen politischen Lösungen wirklich auch umzusetzen? Denn wir haben es ja mit Eingriffen in die Meinungsfreiheit und in Informationsfindungsprozesse zu tun. Es versuchen, Regierungen einzugreifen und Kontrolle zu haben über Plattformen. Danke. Okay, noch zwei Fragen und dann können Sie antworten. Der Herr zur Linken. Danke, Steve Donkey von NetChoice. Ich möchte gerne wissen, ob Sie über Messbarkeit nachgedacht haben. Wie messen wir, ob das, was Sie tun, wirklich etwas ändert? Safari kann zum Beispiel in den Kongo zurückkehren und einen transparenten Prozess einführen, von der Jugend geleitet, multidisziplinär. Er kann hier den Werkzeugkasten einsetzen. Aber woher wissen wir denn, ob das ausreicht und notwendig ist, um wirklich etwas zu verändern im Menschen, der leben? Können dann Unternehmen frei wirtschaften? Kann man seine Meinung frei äußern? Kann man digitale Märkte und globale Märkte erreichen? Wie misst man den Erfolg? Danke, Steve. Und der Herr ganz hinten? Und ich denke, wir haben Zeit für noch eine Frage. Danke, dass Sie sich kurz fassen. Ich bin Arsène Angeli, auch aus der Demokratischen Republik Kongo und ich bin auch Mitglied der MARC. Wir haben ja schon gehört, wie Safari gesagt hat, wie komplex die Kontexte sein können oder der Kontext unseres Landes ist zumindest äußerst komplex. Ich beschäftige mich mit Menschenrechten und Zugang zu EKT. Und die Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit den Parlamentariern ist eben oft eine geografische Distanz. Ich lebe in Goma und dann ist es für uns wirklich in unserer aktivistischen Arbeit schwierig, unser Input in den Politikfindungsprozess einbringen zu lassen. Denn wie gesagt, es ist ein 3-Stunden-Flug nach Kinshasa. Die Nutzung des Internets ist daher für uns sehr hilfreich, denn man muss nicht unbedingt nach Kinshasa reisen, um seine Stimme wirklich auch Gehör zu verschaffen. Man kann auch von anderswo auf den Politikprozess einwirken. Das andere Thema ist, dass nicht alle Parlamentarier das Internet nutzen. Und für mich ist es aber wichtig, alle von Ihnen per E-Mail erreichen zu können. Denn einige werden nun von meinem Input nicht erreicht. Im digitalen Zeitalter, in dem wir leben, ist das Internet absolut zentral. Und daher müssen alle lernen, wie man Technologie benutzt, sodass sie wirklich im Dialog sein können mit anderen Menschen. Und das gilt ganz besonders natürlich für Parlamentarier, denn die müssen mit den Menschen vor Ort in Kontakt sein. Ja, das ist ein guter Beitrag. Und der Herr hier vorne? Vielen Dank, Alejandro Pisante aus Mexiko. Ich war Teil der Arbeitsgruppe zur Internet Governance und auch anderen Gremien, aber schon vor Jahren. Zwei Dinge. Ich glaube nicht, dass es klug ist, über Multi-Stakeholderismus zu sprechen, denn das klingt wie eine Religion, wie eine Überzeugung. Nein, also Multi-Stakeholder-Politik, wenn es angemessen ist. Es gibt so viele Bereiche, wo das durchaus sinnvoll wäre.
Und was den Beitrag der Dame von der Internationalen Handelskammer angeht, ich glaube, was dort fehlt, sind die präzisen Mechanismen, die man braucht in jedem Fall. Denn manchmal braucht man wirklich komplexe Strukturen und Mechanismen, mit denen man auch schlechte Entscheidungen zurücknehmen kann. Man braucht Rechenschaftsmechanismen, Offenheit und Transparenz. Und wenn man Governance aufbauen möchte, immer weniger für das Internet, sondern vielmehr Verhaltensnormen für Menschen, dann wird es schwierig. Denn wir wissen nicht unbedingt, wie man online und offline gleichzeitig effektiv ist. Wir kennen ja alle den Begriff Fake News, aber das Ähnliches ist auch schon im Jahr 1996 passiert bei uns. Also das sind alte Prozesse, die aber jetzt durch das Internet vielleicht noch verstärkt werden. Dankeschön. Danke, Alejandro. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Das heißt, alle Sie haben 2 Minuten, um zu antworten. Es ging also um eine neue Art des Multi-Stakeholderismus sozusagen. Wir haben eine Frage nach der Messbarkeit von Erfolg gehört. Dann ging es um Rechenschaft. Wie kann man auch seine Parlamentarier zur Rechenschaft ziehen? Und Transparenz. Wie können wir sicherstellen, dass Transparenz immer im Zentrum steht? Molly, bitte, wir fangen vielleicht hier an. Vielen Dank für all diese Fragen. Sind wir nun in einer neuen Phase der Multi-Stakeholder-Politik? Ich weiß nicht, ob wir in einer neuen Phase sind oder ob wir jetzt einfach neue Werkzeuge brauchen. Ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, dass ich Experimente gesehen habe mit Facebook, wo versucht wurde, direktes Input zu erhalten zu möglichen neuen Gesetzen. Und es lief über verschiedene Monate und es hieß immer, wenn wir das tun, dann müssten wir da weniger tun oder da Gelder kürzen. Was halten Sie davon? Und ich denke, es war durchaus interessant, da mehr Menschen zu involvieren über diesen Weg. Und ich koordiniere ein gemeinsames digitales Projekt mit mehr als 20 Ausschüssen in 36 Ländern, die aber natürlich nicht immer die gleiche Position vertreten. Und ich musste wirklich die Perspektiven so vieler Personen ausgleichen. Je mehr man da hat, desto schwieriger wird es natürlich, sie zusammenzuführen. Aber ich denke, oder zumindest hoffe ich das, dass man am Ende nur gewinnen kann. Messbarkeit, das ist ein Thema, das ich liebe. Ich hoffe, Sie schauen sich unseren digitalen Werkzeugkasten an. Wir haben sehr viel mit nationalen Statistikinstituten zusammengearbeitet, um die wichtigsten Indikatoren für die 7 verschiedenen Dimensionen des genannten Rahmens zu messen, um zu sehen, wo Länder stehen in Bezug auf digitale Entwicklung und was sie politisch tun sollten. Aber natürlich sind Effekte und Erfolge sehr viel schwieriger zu messen. Da werden wir bei der OECD dran arbeiten. Wir nutzen zum Beispiel derzeit Mikrodaten. Es geht um die Verbreitung zum Beispiel von digitaler Technologie. Und es ist sehr, sehr schwierig, da vergleichbare Mikrodaten über Ländergrenzen hinweg zu erhalten. Aber daran arbeiten wir. Und wir haben diese Going Digital Messbarkeitsplan. Und ich glaube, sicherzustellen, dass alle Länder und Gremien und so weiter hier in die gleiche Richtung gehen, dass das absolut wichtig ist. Denn wenn man nicht weiß, wo man sich überhaupt befindet und was Folgen sein könnten der Entwicklung, dann kann man auch keine angemessene Politik entwickeln. Dankeschön. Das gefällt mir sehr gut. Neue Werkzeuge, ja. Auch wenn ich jetzt riskiere zu wiederholen, was Molly schon gesagt hat, kann ich nur sagen, ich glaube, wenn es hier jetzt eine neue Phase wäre, dann wüsste ich das. Das Diagramm, was ich gezeigt habe, ist nur ein Ausgangspunkt, keine Zwangsjacke. Wir möchten da wirklich den Dialog mit anstoßen und diese ganze Liste auch immer wieder hinterfragen. Sie erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es ist für uns ein nützliches Diagramm in unserer Arbeit. Ich denke aber nicht, dass wir einen starren Ansatz haben.
Manchmal ist es aber wirklich hilfreich, so ein Diagramm zu haben als Anregung, auch für unseren Gesprächspartner, damit wir wirklich inklusiv einen Dialog führen können. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, über Inklusion und über Rechenschaft und Verantwortung zu sprechen, aber das nehmen wir auch sehr, sehr ernst bei der Internationalen Handelskammer. Denn sonst machen wir uns in der Zukunft obsolet. Was Messbarkeit angeht, ja, ich denke, dass das wirklich ein zentraler Faktor ist, besonders wenn man besser werden möchte. Ich weiß nicht, wie wir uns verbessern können, wie wir lernen wollen und wie wir unsere Handlung auch rechtfertigen sollten, wenn wir keine Daten haben, um zu unterfüttern, was wir tun. Wir müssen also auf eine gewisse Weise messen, was wir tun, wenn wir unsere Stakeholder auch weiter unterstützen möchten. Schital, ja, vielen Dank. Also, Multi-Stakeholderismus, oder nein, diesen Begriff soll ich ja nicht nutzen, aber wie wir es jetzt auch nennen, den Multi-Stakeholder-Ansatz, ein fachübergreifender Ansatz, ein offener, inklusiver, transparenter Ansatz. Ändert dieser sich derzeit? Das weiß ich nicht, aber die Komplexität der Themen ändert sich derzeit. Und was sich nicht ändern sollte, nicht ändern darf, ist, dass wir uns an gewisse Prinzipien halten müssen, nämlich Offenheit, Zugänglichkeit, Inklusivität und Transparenz. Wie wir das tun? Nun, einige der Antworten können technischer Natur sein. Dann gibt es aber vielleicht auch ganz simple Dinge, die aber trotzdem derzeit manchmal noch nicht geschehen, obwohl sie notwendig wären. Es gibt, denke ich, ein paar schnelle, einfache Antworten und dann gibt es große Herausforderungen, wo man einen Multi-Stakeholder-Ansatz braucht und technologische Lösungen. Wer ist denn ein relevanter Stakeholder? Das haben Sie gefragt. Ja, ich stimme Ihnen zu, dass in der heutigen digitalen Zeit jeder ein relevanter Stakeholder ist. Alle sind betroffen vom Internet, selbst wenn man selbst nicht im Internet ist. Wenn wir das als ein Rätsel sehen, sozusagen, das man lösen muss, dann kann man sagen, dass die Puzzlestücke überall verstreut sind und dass jetzt erst einmal zusammengesetzt werden müssen. Und wie wir das tun, ist wichtig. Und dabei sollten wir immer beachten, dass es notwendig ist, die Prinzipien, über die ich schon gesprochen habe, im Blick zu halten. Was Überprüfung angeht, Messung, ja. Ich habe ja auch gesagt, dass alle Stakeholder von Anfang an eingeschlossen werden sollten. Und das heißt, sie sollten auch im Evaluierungsprozess dabei sein. Wie gesagt, es ist sinnvoll, multidisziplinär zu arbeiten, interdisziplinär. Und das ist zentral, nicht nur, weil wir politische Lösungen brauchen, die die Perspektiven von allen widerspiegeln, sondern auch, weil die Menschen, die man an Bord holt, dann auch das Ergebnis bestimmen und dann spiegelt das Ergebnis die Werte der Menschen wider. Und das wollen wir ja. Wir wollen, dass die Werte und Perspektiven aller einbezogen sind. Habe ich noch etwas vergessen? Nein, ich denke, das war es erst einmal. Safari. Ich möchte nur über die letzte Frage sprechen. Wie können wir sicherstellen, dass Dinge umgesetzt werden, dass Entscheidungen praktisch umgesetzt werden? Zunächst einmal ist es so, dass Umsetzung, Implementierung die Verantwortung der Regierung ist, die Umsetzung von politischen Entscheidungen. Aber wenn man Politik entwirft, dann ist es so, dass einige sehr viel Input liefern, zum Beispiel Personen aus der Zivilgesellschaft. Wenn sich nämlich Menschen engagieren in der Zivilgesellschaft, dann tun sie das, weil sie leidenschaftlich sind bei Themen. Die Themen sind wichtig für sie und sie wollen dazu beitragen, dass etwas geschieht. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Sie wollen erfolgreich sein, sie wollen Geld verdienen und sie werden tun, was sie tun müssen, um das zu erreichen. Aber die Regierungen setzen letztlich Politik um die Tat um. Und Regierungen haben verschiedenste Prioritäten.
Und daher ist Follow-up besonders wichtig, also dass man die Umsetzung kontrolliert. Und das sollten diejenigen tun, die mit Leidenschaft dabei sind. Wenn man eine neue Politik umsetzt, dann sollte man eben auch einen Kontrollmechanismus gleich von Anfang an mitdenken. Es gibt ja dieses Akronym SMART, smarte Ziele. Ich weiß nicht mehr genau, was das bedeutet, aber ich glaube, messbar gehört dazu, erreichbar, real, so etwas. Also man braucht objektive Daten, eindeutige Daten. Und man muss von Anfang an festlegen, wer dann letztlich die Umsetzung begleitet und überwacht und misst. Und der auch schaut, dass alles zeitgerecht umgesetzt wird. Und das können Menschen aus der Zivilgesellschaft sein. Denn wie gesagt, die sind oft mit Leidenschaft bei der Sache. Und nur mit Leidenschaft kann man wirklich etwas erreichen. Danke, Safari. Wir hatten Fragen zur Sicherstellung von Legitimität. Wie messen wir Fortschritt? Was ist mit Rechenschaft? Und wie garantieren wir Transparenz? Also wir hatten ganz tolle Antworten hier vom Podium. Neue Werkzeuge, um komplexe Themen zu bearbeiten. Wir brauchen Flexibilität und auch diejenigen zur Verantwortung ziehen, die Politik machen, und zwar mit Leidenschaft. Eine Runde Applaus für unser Podium, bitte. Gut, die Podiumsteilnehmer bleiben jetzt hier und wir kommen zum zweiten Teil. In unserer zweiten Runde haben wir nämlich noch neue Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer und wir werden uns jetzt spezifische Beispiele dafür anschauen, wie multidisziplinäre Politikgestaltung funktionieren kann und wo sie vielleicht auch scheitert. Heißen Sie mit mir die folgenden Panelisten willkommen. Kenneth Adu-Amafo, Olaf Kolkmann, Lisa Dyer und Zoe Dahm. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Kenneth ist der Leiter der Africa Cybersecurity and Digital Rights Organization. Das ist ein langes Akronym. Aber Sie haben dazu beigetragen, die nationale Cybersicherheitspolitik Ghanas zu entwickeln. Er ist da also Experte und er ist auch Experte zu staatlichen Netzwerkblockierungen. Dann Olaf Kolkmann von der Internet Society. Er arbeitet seit 20 Jahren an der Schnittstelle von Internettechnologie, Gesellschaft und Politik und er hat zur DNSCCC DNSSEC beigetragen. Er ist einer der wenigen in der Welt, wo ich dieses Akronym nicht erklären muss. Dann Lisa Dyer, Politikdirektorin der Partnership on AI. Sie arbeitet über Sektoren hinweg zum Thema künstliche Intelligenz vor allem. Wir haben über interdisziplinäre Ansätze gesprochen und ich denke, das kennen Sie ja von der Partnership on AI. Sie haben auch vorher für die US-Luftwaffe gearbeitet und im Außenministerium der USA. Und dann Zoe Dahme, Manager von globalen Angelegenheiten und Governance bei Facebook und Sie arbeiten zusammen mit dem Kontrollboard von Facebook zusammen. Sie haben auch mit mir zusammengearbeitet bei den Vereinten Nationen, vorher im US-Justizministerium. Wir konzentrieren uns jetzt auf Beispiele und Praxis. Und Kenneth, bitte fangen Sie einmal an von Ihrer Perspektive bei der ACDRO. You can use the microphone if you're comfortable. It's right there. Sie können das Mikrofon vor sich nutzen. Sollte an sein.
Ja, vielen Dank, David. Und guten Nachmittag zusammen. Nach diesen wunderbaren Präsentationen aus dem ersten Teil des Panels, denke ich, ist es wichtig, dass die Veränderungen in der politischen Entwicklung dahin gehen, dass wir jetzt wirklich zur Umsetzung kommen. Also wir haben alles schon entwickelt und jetzt ist es wichtig, dass wir es umsetzen müssen, also konkrete Umsetzung der Internet Governance. Das Internet ist von alle von uns da. Es ist wichtig, dass alle Stakeholder Teil der Debatte sind. Ich hatte schon die Möglichkeit, Teil zu sein der politischen Gestaltung im Bereich Cybersicherheit und auch im Bereich von nationalen IGFs. Ich möchte also ein bisschen meine Erfahrung einbringen und ein paar Beispiele nennen. Ein Multi-Stakeholder-Ansatz, also wenn man den hat, dann ist der erste Schritt, den man machen muss, der, dass man das politische Problem definieren muss. Und zwar für alle Stakeholder-Gruppen. Also alle Stakeholder-Gruppen müssen das Problem verstehen. Wenn man die Jugendlichen mit einbezieht, dann müssen auch die Jungen wissen, um was es geht. Also nicht nur, dass man das auf hoher Ebene versteht, sondern muss wirklich das Grundproblem darlegen. Das ist wirklich wichtig. Das ist der erste Schritt. Und zweitens müssen wir auch die Stakeholder-Gruppen definieren. Es gibt verschiedene Stakeholder, aber wir müssen die Gruppen festlegen. Also nicht alle Einzelpersonen können Teil sein beim Prozess der politischen Entwicklung. Deshalb muss man eben Gruppen festlegen, zum Beispiel die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die technische Gemeinschaft, die Regierung und all diese Gruppen. Also man muss diese Gruppen festlegen, definieren. Und das muss so geschehen, dass man sich anschaut, was eigentlich das Problem ist und um was bei dieser politischen Gestaltung geht. Also relevante Stakeholder. Und wir denken dann oft, dass man Vertreter braucht von allen Gruppen. Aber wenn es zum Beispiel um ein Problem mit den Frequenzen geht, warum sollte man da Leute mit einbeziehen, die keine Ahnung haben von Frequenzen und überhaupt nicht beitragen können zur Debatte? Also es geht wirklich darum, die richtigen Stakeholder auszuwählen. Es ist auch wichtig, eben Vertreter von allen Stakeholder-Gruppen einbeziehen. Oft sagt man, ja, es gibt die Zivilgesellschaft und die sollten Teil der Stakeholder-Gruppe sein. Und die Leute, der die Zivilgesellschaft dann repräsentiert, hat überhaupt keine Ahnung von einem bestimmten Thema. Wir müssen also sicherstellen, dass die Leute, die einbezogen werden, auch das nötige Wissen haben, auch innerhalb der einzelnen Stakeholder-Gruppen. Aus Erfahrung kann ich sagen, wenn man keine gut ausgewählte Stakeholder-Gruppe hat, dann ist es auch schwierig, die einzelnen Vertreter zu bestimmen. Zum Beispiel hat man dann jemanden von der Wirtschaft und der soll dann Teil der Stakeholder-Gruppe sein. Und dieser Wirtschaftsvertreter setzt sich dann hin und dann geht er hinterher wieder und redet mit niemand anderem aus den Stakeholder-Gruppen. Also er ist Teil des Prozesses, hilft bei dem Entwurf und auch bei der Umsetzungsüberprüfung, aber er redet nicht mit den anderen Vertretern, zum Beispiel der Zivilgesellschaft oder den anderen Gruppen. Also die anderen Vertreter der anderen Gruppen wissen überhaupt nicht, um was es geht. Also am Ende des Prozesses sagt man, ja, wir hatten jetzt hier einen Multi-Stakeholder-Ansatz, aber eigentlich war es dann nur eine Institution oder eine Gruppe, die mitbestimmt hat. Also das ist ein Problem. Und eine der Herausforderungen bei der Festlegung der relevanten Stakeholder-Gruppe ist eben, dass es einen Mangel an Expertise gibt. Die Leute haben nicht die nötige Expertise, es gibt kein Bewusstsein. Leute werden bestimmt und sie setzen sich dann eine Besprechung. Was man also im politischen Gestaltungsprozess tun muss, ist, dass man eben Bewusstsein schaffen muss, man muss Kapazitäten aufbauen. Zum Beispiel, wenn man will, dass zivilgesellschaftliche Gruppen Teil sind bei der Gestaltung von einer bestimmten Internet-Governance-Politik, dann muss man eben Bewusstsein schaffen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eben an die Arbeit gehen. Sie wollen mich jetzt hier unterbrechen? Ja, ich möchte noch zu einem Punkt etwas sagen.
Wir reden diese Woche sehr viel darum, dass man Silos aufbrechen muss. Sie haben gesagt, dass Silos auch nützlich sind, denn in diesen Silos befindet sich die Expertise. Und wenn man in diese Silos geht, dann gibt es da bestimmte Expertise und man muss die echten Experten innerhalb dieser Silos finden. Und es muss auch Netzwerke geben zwischen diesen Silos. Also wenn man bessere Netzwerke schafft zwischen den Silos, dann hat man bessere Strukturen, bessere Netzwerkstrukturen. Dann sind wir in einer besseren Position, auch Lösungen zu finden. Und wie definieren Sie jetzt das Problem? Also wie entscheiden Sie, welches Problem man definieren muss? Also wenn es verschiedene Stakeholder-Gruppen haben mit verschiedenen Definitionen des Problems, wie löst man das in einer multidisziplinären Weise? Also die effektive Definition eines Problems heißt eben Nutzung eines öffentlichen Forums, einer öffentlichen Konsultation, zum Beispiel Internet-Governance. Fast Leute, die auch nicht mal alphabetisiert sind in ländlichen Gebieten, also da auch selbst auf dem Land wird ja Facebook genutzt, das wurde schon gesagt, also das Internet gehört uns allen, also selbst, also alle sollten beteiligt werden an einer öffentlichen Konsultation und dann kommt man auch am Ende des Tages zu einer Schlussfolgerung und kann das Problem dann bestimmen. Ja, das wurde auch im ersten Panel gesagt, dass man neue Werkzeuge nutzen sollte. Ja, das macht doch sehr viel Sinn. Und jetzt gehen wir ab zu ISOC. Ja, ein konkretes Beispiel, das wollte ich hier einbringen. Ich bin ein bisschen überrascht. Diese Woche habe ich viel zu KI-Governance gehört. Vor ein paar Jahren und letztes Jahr war IoT das große Thema noch, vor allem in Norwegen auch. Und IoT-Sicherheit ist ein sehr komplexes Thema. Harmonisierung ist nötig, also zwischen den verschiedenen politischen Regularien und so weiter. Aber es ist auch ein Feld, wo wir gar nicht so genau wissen, wie wir die Themen angehen sollen in der nationalen Gesetzgebung, also auf nationaler Ebene. Also effektive Prozesse sind doch oft bottom-up, also Graswurzelprozesse, basisdemokratische Prozesse. Und ich habe vor kurzem die IoT-Multi-Stakeholder-Plattform zu IoT-Sicherheit, also das war eine Veranstaltung, wo ich teilnahm. Und all diese Qualitäten, Settle, die Sie genannt haben, die wurden dort auch eben angesprochen. Es gab 6 verschiedene Organisationen, die teilnahmen. Also ein Ministerium aus Kanada, die Internet Society, SIPIT, Sierra, die Top-Level-Domain-Registrierungsbehörde und ein akademisches Netzwerk aus Kanada. Sie haben sich gefragt, was können wir entwickeln? Welche Empfehlungen können wir der Industrie geben, den anderen Stakeholdern, die verantwortlich sind, um eben diese Teile der IoT-Sicherheit umzusetzen? Welche Empfehlungen können wir ihnen geben und was können wir selbst erledigen, damit das jetzt umgesetzt werden kann? Ein Prozess wurde eingeläutet, also von diesen verschiedenen Stellen, und der war offen und inklusiv gestaltet. Es gab 20 Workshops, also physische Treffen. Überall in Kanada wurden die abgehalten. Kanada ist ja ein riesiges Land. Also im Westen, im Osten fanden die statt, auf Englisch, auf Französisch. Also es war ganz gut abgestimmt. Es gab verschiedene Orte. Und es gab eben auch zwischen den einzelnen Treffen noch weitere Arbeiten, die da abgestimmt wurden. Diese Arbeit wurde auf einer Website verfolgt, auf einer kanadischen Webseite. Und all diese Veranstaltungen, all diese Dokumente, die da auch besprochen wurden, wurden da online gestellt. Und was die Gemeinschaft da machte, war, sie trafen sich in einem Workshop und diskutierten miteinander
wie sie miteinander umgehen wollten. Also da ging es um einfache Dinge, zum Beispiel, lassen Sie uns nicht Nein, aber sagen, sondern Ja und. Also diese Gruppe hat so eine Art Vertrag miteinander geschlossen. Ein Vertrag dafür, wie die Arbeit gestaltet sein sollte. Es gab einen langen Bericht danach, 44 Seiten lang. Da gab es Empfehlungen für die Stakeholder-Gruppen, also für die Verbraucher, für die Behörden, aber auch für die Technikunternehmen. Und es gab dann auch eben weitere Besprechungen zu diesen Arbeiten in den verschiedenen Gruppen später noch. Ja, Sie haben einen weiteren guten Punkt angesprochen, nämlich eine Herausforderung für uns bei der Politikgestaltung. Sie haben über Basisdemokratie gesprochen, warum Konsultationen, Sie haben Konsultationen gesprochen, über viele Dokumente und so weiter. Wie können wir sicherstellen, dass diese großen, langen Prozessen, also ganz egal, wo sie jetzt stattfinden, dass sie wirklich auch in die Entscheidungsprozesse einfließen. Denn oft gibt es dann viele Ideen und nicht immer kommen die dann ganz oben an. Also wie kann man das sicherstellen? Also in diesem besonderen Fall war es so, dass das kanadische Ministerium, also das relevante Ministerium, auch mitgearbeitet hat. Es gab einen ähnlichen Prozess auch in Frankreich. Und auch in Senegal gibt es einen ähnlichen Prozess oder auch in den Niederlanden. Da gab es auch öffentliche Konsultationen zum Internet der Dinge. Und es ist jetzt keine Überraschung, dass es eine IoT-Plattform gibt für diese Länder, wo die sich treffen können und sich austauschen können zu ihren Erfahrungen. Das ist so ein bisschen das Gleiche, was wir hier auch machen. Wir kommen hierher mit unseren Ideen. Wir sind keine Unternehmer. Wir sind diejenigen, die die Normen festlegen und ja, wir haben dann ein Netzwerk und so werden diese Ideen dann verbreitet. Ja, also und wir beziehen auch die Entscheidungsträger sehr früh im Prozess ein und damit auch das IGF Fortschritte machen kann. Also die Entscheidungsträger werden eben einbezogen. Also die Normen werden auch hier mitgestaltet beim IGF. Jetzt also weiter zu Lisa. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Also viele, die das die Partnerschaft zu KI nicht kennen, das ist eine NGO. Es gibt etwa 100 Partner. 60 der Partner kommen aus der Zivilgesellschaft. Sie sind auch No-Profit-Organisationen. Und die 40 anderen, also da sind es, gibt es Industriepartner, zum Beispiel auf Facebook. Und es gibt auch akademische und Forschungsinstitute. Wir arbeiten ganz besonders mit dem Multi-Stakeholder-Ansatz. Wir bringen Partner zusammen, damit sie Themen besprechen, die wirklich das ganze Spektrum betreffen. Und warum sage ich das? Naja, also KI, da gibt es bestimmte Technologien, die immer noch wirklich in den Kinderschuhen stecken, was die Forschung angeht. Also die werden wirklich erforscht von bestimmten Institutionen. Es gibt viele Technologien auf dem Markt und einige kamen vielleicht zu schnell auf den Markt. Wir versuchen also, KI in all seinen verschiedenen Entwicklungsformen zu besprechen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir auch an etwas wie an verantwortungsvollen Publikationsnormen arbeiten. Also für diese akademische Gemeinschaft gab es immer oft diesen Schwerpunkt auf offener Forschung. Und eben, also oft wird die Bedeutung von offener Technologie gesprochen, aber es geht auch so ein bisschen um die Arbeit an KI und wie eben Informationen über die Forschung an KI veröffentlicht wird. Es geht also auch um die Medien und um Missinformationen. Diese Themen sind jetzt hier und wir versuchen, die Demokratie zu retten im Prozess unserer Arbeit. Aber wir arbeiten mit verschiedenen Stakeholdern zusammen, auch zum Beispiel aus dem Nachrichtenbereich, aus den Medien, Industriepartnern und anderen, die viel über dieses Thema nachdenken, auch in ihren Forschungsarbeiten. Und wir behandeln auch Themen, die wirklich schwierig sind, politisch gesehen, auch emotional schwierig sind. Zum Beispiel auch eben Gesichtserkennungstechnologien. Also wir müssen uns immer überlegen, wer ist im Raum, welche Agenda gibt es, wie kann man Vertrauen aufbauen, wie kann man die Menschen überzeugen, auch ein bisschen demütig zu sein und möglichst in einem Raum zu sein, wo andere andere Meinungen haben und sicherzustellen, dass alle zuhören
und sich vielleicht auch zu erklären, wie man zu einem bestimmten Ergebnis gelangt ist und zu versuchen, neue Ansätze zu finden, also neue Antworten auf bestimmte Fragen zu finden. Es gibt verschiedene Ansätze und es gab schon verschiedene Arbeit zum Bereich KI, also sowohl in der Forschung auf theoretischer Ebene, aber auch im Bereich Governance. Und wir wollen jetzt wirklich etwas Neues, uns auf etwas Neues konzentrieren, uns auf die Umsetzung konzentrieren. Es gibt immer mehr Berichte, die irgendwo im Regal liegen. Aber wie können wir jetzt sicherstellen, dass das auch wirklich umgesetzt wird? Und deshalb arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, die haben auch gute Ansprechpartner, Kontakte. Wir versuchen auch zu den Politikern zu sprechen, versuchen ihnen zu sagen, warum das neu ist, warum das wichtig ist, versuchen, dass die Leute uns zuhören. Ja, das war alles. Ja, vielen Dank. Also viele der UN-Organisationen sind ja Teil ihrer Partnerschaft. Das ist eine tolle Initiative. Zu Ihrem ersten Punkt. Also es geht darum, Stakeholder zusammenzubringen, die verschiedene Motivationen haben. Es gibt Stakeholder aus dem Bereich eben Zivilgesellschaft, es gibt auch eben Industrievertreter und so weiter. Also wie kann man das zusammenbringen? Also Sie haben gesagt, es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen. Aber wie genau macht man das? Also wie macht Ihre Organisation das, um eben Vertrauen zu schaffen zwischen Akteuren, die verschiedene Motivationen haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was gut funktioniert hat aktuell, ist wirklich grundlegende Regeln für die Diskussionen festzulegen. Also zum Beispiel modifizierte Chatham House-Regeln, die genutzt werden. Oder auch, wenn Dinge so ein bisschen schwierig werden, dann versuchen wir auch einzugreifen. Es ist immer wichtig, dass wir versuchen, die Diskussion voranzutreiben und nicht gegeneinander zu arbeiten. Und ich denke, da können wir vieles oder haben wir schon vieles auch gelernt im Prozess. Und oft geht es auch darum, wie der Raum gestaltet ist. Vor ein paar Wochen gab es eine Besprechung. Wir waren in einem tollen Raum in New York. Da gab es einen Tisch, der war ein Kreis. Also jeder konnte sich sehen. Das ist ein bisschen anders, als wenn man ein U hat oder einen eckigen Tisch. Die Leute können sich dann in die Augen schauen, können lernen, können sich zuhören und aktiv voneinander lernen. Das ist einfach, aber sehr effektiv. Und ich wollte noch etwas zu Ihnen sagen, David, das für mich wirklich wunderbar ist. Also Sie haben gesagt, wie wichtig Zeit ist, also dass die Technologie wirklich mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit voranschreitet und dass wir nicht so viel Zeit haben. Also wenn wir diese Multi-Stakeholder-Ansätze pflegen, dann brauchen die Zeit. Also die Leute müssen all ihren Beitrag leisten. Das dauert auch, all diese Ergebnisse zusammenzubekommen und Lösungen zu finden. Also wie kann man diese Geschwindigkeit der Innovation zusammenbringen mit der Notwendigkeit, alle verschiedenen Stimmen da draußen angemessen einzubeziehen, die man auch hören muss, um eben so gute Entscheidungsempfehlungen an die Politiker zu geben. Also ich eine Frage zurück an den Moderator, naja, auch gut. Es ist ja sehr viel einfacher, Sie Fragen zu stellen, als welche zu beantworten. Ich denke, es gibt eine Eigenschaft, die wichtig ist, die wir wirklich von der alten Generation lernen können, und das ist eben Demut. Diplomaten und Experten, die am Tisch sitzen und die verhandeln, zum Beispiel auch Abrüstung und so weiter. Also diese ganzen Diplomaten früher, die saßen an einem Tisch, sie waren Diplomaten und keine Physiker, und sie haben eben von den Experten sich das Wissen geholt, kamen dann zurück an den Tisch und haben dann wirklich umsichtig miteinander gesprochen und dann Meinung geäußert. Und heute kommen einfach Leute in den Raum, zum Beispiel auch bei der Partnership for AI, und kennen die Details eines Themas gar nicht. Ich denke, wenn wir das vielleicht lernen können von der früheren Generation, ob das jetzt zum Beispiel vom Sicherheitsrat oder von den Friedensmissionen im Osten von Kongo, wenn wir jetzt sehen, dass etwas Demut herrscht am Tisch, dann ist das etwas Gutes und das ist etwas, das wir wirklich lernen können von den früheren Generationen. Vielen Dank, Zoe. Vielen Dank. Ich möchte auf Ihre Antwort antworten. Ich habe einige Notizen, aber ich glaube, es geht auch so.
Sie haben das goldene Zeitalter der Diplomatie erwähnt, aber das goldene Alter der Diplomatie damals mit Bretton Woods waren alle weiß und männlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Art, wie wir Konsultationen pflegen, jetzt verändern. Das erst mal vorab. Ich bin eigentlich hier, um über Folgendes zu sprechen, nämlich dass den Aufsichtsrat von Facebook. Wie viele von Ihnen haben von diesem Aufsichtsrat von Facebook schon gehört? Melden Sie sich, also ein paar Leute haben davon schon gehört. Ich möchte jetzt hier die Grundlagen nochmal erklären. Also dieses Aufsichtsrat hat zwei Funktionen. Einmal geht es darum, unsere Content, Inhalte, Entscheidungen zu erklären. Und niemand, also bei Facebook nicht ich, nicht Mark Zuckerberg und niemand anderes kann die Entscheidungen des Aufsichtsrats bestimmen. Und zweitens hat der Aufsichtsrat die Aufgabe, uns Empfehlungen zu geben. Also wir haben ja heute über den Multi-Stakeholder-Ansatz gesprochen bei politischen Entscheidungen. Also das Board schaut sich eben diese Entscheidungen an und sagt, ja, Sie müssen hier Anpassungen vornehmen, Sie müssen Veränderungen vornehmen, Sie müssen hier Ihre politischen Maßnahmen vollständig überprüfen und überarbeiten. Und das sind eben Maßnahmen, die Millionen Menschen betreffen, und diese Empfehlungen werden veröffentlicht und wir müssen dann auch öffentlich darauf reagieren. Darum geht es eben bei diesem Aufsichtsrat. Aber worüber ich wirklich sprechen wollte, ist, wie wir dahin gekommen sind. Es war ein langer Weg, es hat über ein Jahr gedauert. Ich sehe hier viele bekannte Gesichter aus dieser Konsultationsperiode im Raum. Und als ich diese Arbeit annahm bei Facebook, sagten sie, Zoe, du hast für die UN gearbeitet, du hast sehr viel Erfahrung, du hast im Bereich Consulting gearbeitet, also gegenüber der Zivilgesellschaft, gegenüber der Regierung und so weiter. Könntest du vielleicht unseren Konsultationsprozess betreuen? Und ich sagte meinem Chef damals, ja, also ich habe schon sehr viele Konsultationen betreut und oft, was man dann macht im Rahmen der internationalen Gemeinschaft, man hat eben diese Verhandlungen, man hat ein Dokument, das man nicht ändern kann, und dann gibt es auch den politischen Willen innerhalb des Raums, und dann geht man in einen Raum und hält die Konsultation ab, aber einfach nur so, obwohl man das schon weiß, dass das Ergebnis schon feststeht. Und ich habe gesagt, wenn das so ist, dann möchte ich das nicht machen. Und diese Konsultation war aber ganz anders. Wir hatten eben einen Entwurf für eine Charta und wir sagten, das ist der Plan. Wir haben noch nicht alle Antworten und wir haben viele Veränderungen daran gemacht. Also zum Beispiel Bertrand hat uns einige Denkanstöße gegeben und Marie Ponce und Arsène hat uns einige Anstöße gegeben. Und was all diese Menschen am Tisch gesagt haben, ist, also wenn das, was wir jetzt sagen, wenn das keinen Einfluss hat auf die Politik bei Facebook, warum sollten wir jetzt die Zeit uns überhaupt nehmen und das Geld dafür ausgeben? Also der Aufsichtsrat kann uns also überstimmen bei bestimmten Entscheidungen zum Inhalt, und so haben wir eben auch Veränderungen vorgenommen bei unserer Politik bei Facebook. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass alle in der Welt sagten, na Facebook, wie kann dieser Aufsichtsrat wirklich unabhängig sein? Wenn Sie ihn bezahlen, wenn Sie auch die Mitglieder auswählen, dann ist das ja nur eine PR-Show und dann wird es ja wirklich immer unter dem Einfluss von Facebook stehen. Wir sagten, ja, fairer Punkt. Also haben wir einen unabhängigen Treuhandfonds gegründet und haben dann eben Geld an diesen Treuhandfonds gegeben. Und diese haben dann eine Verbindung mit diesem Aufsichtsrat, und es gibt keine direkte Verbindung zu Facebook. Viele sagten auch Facebook, sie sollten wirklich nicht die wichtigsten Mitglieder auswählen. Auch fairer Punkt. Jetzt wählen wir 3 Co-Vorsitzende aus. Diese wählen dann 20 Mitglieder, die sich mit uns treffen. Danach gehen wir einen Schritt zurück. Und der Aufsichtsrat selbst legt dann die 40 Mitglieder aus oder füllt dann diese Plätze auf. Also wir haben wirklich Feedback hier mit einbezogen. Aber ich kann natürlich auch Fragen jetzt noch weiter beantworten zum Konsultationsprozess oder zum Aufsichtsrat. Ja, das ist sehr hilfreich und das scheint wirklich ein Multi-Stakeholder-Ansatz zu sein, multidisziplinär. Was wir auch oft sehen ist, also Sie können einen noch so guten Prozess haben,
bei Facebook oder ganz egal wo, auch in der Industrie, in Regierungen, sie können gute Prozesse haben, sie können die richtigen, relevanten Stakeholder haben, das richtige Feedback bekommen, Empfehlungen bekommen. Ich denke, die Herausforderung ist folgende: Wenn es Empfehlungen gibt und diese Empfehlungen nicht befolgt werden, dann ist die Frage, was sind denn die Konsequenzen davon? Die Frage ist also bezogen auf den Aufsichtsrat, es scheint sehr ein fortschrittliches Gremium zu sein. Wie kann man sicherstellen, dass es Konsequenzen gibt, wenn die Empfehlungen des Aufsichtsrats nicht befolgt werden oder wenn hinterher festgestellt wird, dass sie anders umgesetzt wurden als geplant? Well. Dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Zunächst einmal haben wir 7 Tage Zeit, um inhaltliche oder sonstige Entscheidungen umzusetzen. Und das heißt, das machen wir dann und wir sind darüber auch sehr transparent. Was jetzt die politischen Empfehlungen angeht, die ausgesprochen werden, sind die rein beratender Natur. Sie sind nicht bindend und die Leute haben uns immer wieder gefragt, naja, ist das nicht einfach nur so ein Debattierclub? Und ich sage nun, wenn die Zivilgesellschaft im Boot ist, dann ist man auch rechenschaftspflichtig, denn die Empfehlungen sind im öffentlichen Raum, sie sind klar sichtbar und wenn wir gewohnheitsmäßig nicht umsetzen, was uns vorgeschlagen wird, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir nehmen diese Empfehlungen, überprüfen sie, wir schauen erst einmal nach, ob sie überhaupt technisch möglich sind, ob sie in unserem Geschäftsprozess möglich sind, ob sie unerwünschte Nebenwirkungen haben und dann haben wir einen Politikentwicklungsprozess, auf den dann diese Dinge angewendet werden. Und dann geben wir eine öffentliche Erklärung dazu ab, wie wir mit diesen Empfehlungen umgehen. Das heißt, womit man uns kriegt, ist die öffentliche Rechenschaftspflicht. Wir reden hier von 2,7 Milliarden Menschen. Und da gibt es bestimmt genug, die sie dann im Auge halten. Und ich glaube, Transparenz ist wahrscheinlich tatsächlich da ein guter Weg. Vielen herzlichen Dank für Ihre wunderbaren Beiträge. Wir kommen jetzt zur Frage-Antwort-Sitzung. Ich glaube, ich kann erst einmal 3 Fragen aus dem Publikum zulassen. Wir möchten ein bisschen Vielfalt bei den Fragestellern. Also, haben Sie irgendwelche diversitätsbezogenen Themen? Sie müssen Ihre Hände nicht wieder runternehmen, wenn das nicht so ist. Lassen Sie sie ruhig oben. Wir fangen mit Ihnen da vorne an. Hallo, ich bin ein brasilianischer Forscher. Ich heiße Fernando und meine Frage bezieht sich auf Folgendes. In den letzten Jahren haben Flüchtlinge, Migranten und viele Minderheiten sich sehr stark auf sozialen Medien hörbar gemacht. Und sie haben auf diese Weise Einfluss auf die nationale und die internationale Gemeinschaft gehabt, zum Beispiel die DDRC. Eine politische Gruppe wurde organisiert auf Facebook und auf WhatsApp. Meine Frage richtet sich an Frau Savadi und Frau Zoe Dorm. Wie können Facebook und nationale Regierungen zusammenarbeiten, um diese politischen Gruppen zu regulieren? Denn in meinem Land gibt es doch eine extrem kontroverse Debatte zu dem Thema, wie man eine Partei digital organisieren kann. Das ist wirklich eine große Herausforderung, sowohl für den öffentlichen Bereich wie auch für soziale Medien. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir sammeln einfach noch 2 weitere Fragen. Der Herr dort drüben. Ich helfe Salvador Samuel. Und ich bin vom Krisenzentrum für Menschenrechte an der Harvard University. Ich habe eine Angst, vielleicht ist die nicht begründet, aber ich mache mir Sorgen, dass der Begriff Multi-Stakeholder einfach ein bisschen inflationär verwendet wird und dass man damit die Illusion von einer Gemeinschaft und von Fortschritt verbreitet, ohne tatsächlich den Kern des Pudels zu erreichen, nämlich die wirklichen Gruppen, Interessensgruppen, die es gibt. Wie gehen wir also damit um? Und dann habe ich noch eine Nachfrage. Ich nehme das Beispiel Facebook. Es wurde erwähnt, dass es eine Rechenschaftspflicht gibt.
die Facebook an die Empfehlungen bindet, die ihm ausgesprochen werden. Aber viele Facebook-Nutzer, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, haben gar nicht die wirtschaftliche oder politische Macht, um ihre Interessen wirklich hörbar zu machen. Was ist mit denen? Was können die Plattformen tun, beziehungsweise wie kann man sie zur Rechenschaft ziehen gegenüber der Öffentlichkeit? Noch eine weitere Frage, vielen Dank. Ja, der Herr dort drüben. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich heiße Armin Abidjam. Ich vertrete Election Watch und ich habe zwei Fragen. Eine bezieht sich auf die Monopolisierung oder die Oligopolisierung der politischen Wahlkämpfe und politischer Werbung auf den sozialen Medien. Bei den US-Wahlen nächstes Jahr wird wahrscheinlich 50% des Wahlkampfs oder beziehungsweise der Ausgaben für den Wahlkampf auf sozialen Medien ausgegeben werden. Und wir können uns ungefähr vorstellen, wie dieses Geld ausgegeben wird. Da gibt es schon die Frage der Transparenz. Transparenz ist gut in ganz vielen Bereichen. Transparenz bei den Wahlen ist vielleicht nicht so gut, wenn man weiß, wie ein Nutzer der sozialen Medien dann tatsächlich wählen wird. Das heißt, wie kann man sicherstellen, dass die sozialen Medien und die entsprechenden dahinterstehenden Unternehmen und Plattformen nicht bereits das Wahlergebnis kennen, bevor das offizielle Wahlergebnis bekannt gegeben ist? Ja, gibt es noch jemanden online, der vielleicht auch noch eine Frage loswerden möchte? Ja. Ich heiße Maria Baskova und ich moderiere hier die von außen zugeschalteten Fragen. Wir haben eine Frage von Jean-Philippe Robin. Er möchte wissen, eine multidisziplinarische Sicht des Panels zum Thema Internetsucht. Wenn Sie dieses Thema nicht kennen, er hat dieses Phänomen auch beschrieben. Es ist also ein Syndrom, das mit Stimmungsschwankungen und der Unfähigkeit zu kontrollieren, wie viel Zeit man im Internet verbringt oder mit den Technologien. Das ist also die Definition, die er gegeben hat. Ich denke, wir wissen alle, worum es geht. Und er möchte aus verschiedenen Perspektiven wissen, wie man sich damit beschäftigen kann, wie man diesen Menschen helfen kann. Also hier geht es um gesundheitliche Risiken der Internetnutzung. Vielen herzlichen Dank, Marie-Paz. Entschuldigung, wenn ich kurz eingreifen könnte, es wäre sehr hilfreich, wenn die Fragen, die gestellt werden, tatsächlich auch mit dem Thema zu tun haben. Vielen Dank. Wir hatten jetzt Fragen zu den Wahlen. Wir hatten die Frage der Machtasymmetrie in Multi-Stakeholder-Prozessen. Wir hatten Fragen zu Oligopolen und Monopolen und zur Internetsucht. Also multidisziplinäre Ansichten. Zoe, ich glaube, einige der Fragen richteten sich an Sie. Dann fangen wir mit Sie an und danach vielleicht 2 bis 3 Minuten pro Antwort. Vielen Dank, Bertrand. Ich würde gerne diese Fragen tatsächlich alle beantworten, weil sie mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich nehme so viele wie möglich, gerade die, die jetzt mit dem Thema zu tun haben. Also jetzt erst einmal, was die Wahlen angeht. Ich möchte eines ganz klarstellen. Wir möchten die Transparenz herstellen und deswegen ist es so, wir beschäftigen uns auch mit Werbung. Das bedeutet, wir arbeiten daran, Instrumente aufzubauen, die es uns ermöglichen, tatsächlich, dass selbst der Vorstand darüber in Kenntnis gesetzt wird. Das schaffen wir vielleicht nicht bis Januar 2020, aber wir arbeiten sehr stark daran. Das heißt, es geht darum, dass das wirklich auf der höchsten Ebene entschieden wird. Und das Zweite, womit wir uns beschäftigen, ich habe mit der kongolesischen Regierung zusammengearbeitet in meiner vorherigen Rolle und ich weiß, wie wichtig es ist, dass die Regierungen und die Zivilgesellschaft und die Unternehmen alle vertreten sind. Und ich kann sagen, dass jetzt das Aufsichtsgremium angeht, haben wir tatsächlich keine Regierungsvertreter in diesem Rat. Und
Wir haben schon gehört, dass das wirklich wichtig ist für unsere Unabhängigkeit, für unsere Transparenz und dafür, dass wir wirklich unabhängig von Facebook selbst handeln und auch unabhängig von irgendwelchen Dritten, die uns beeinflussen möchten. Das möchte ich nur sagen. Es ist vielleicht keine wirkliche Antwort, aber es gehört dazu. Dann, was die Asymmetrie gerade auf dem afrikanischen Kontinent angeht, die Mächte- oder Kraftasymmetrie. Uns ist bewusst, dass es nicht so ist, dass in allen Regionen der Welt formale Mechanismen bestehen, die zum Beispiel Einspruch ermöglichen. Und in manchen Regionen ist das einfach. Ja, man kann einfach sagen, ich protestiere gegen diese Entscheidung oder ich kann da etwas gegen tun. In den anderen Regionen hat man das Gefühl der Machtlosigkeit, man hat Angst, dass man vielleicht an die Regierung verpetzt wird sozusagen, dass irgendetwas gemeldet wird, irgendein Verhalten. Das mag noch nicht einmal so sein und wir tun das auch nicht, das wissen wir. Aber dennoch gibt es dieses Problem, dass die Menschen davor Angst haben und das führt dazu, dass Menschen weniger Zugang zu diesen Mechanismen haben und darüber denken wir nach. Wir denken auch darüber nach, wie Nutzer, die ihre Fragen an den Aufsichtsrat stellen, vielleicht in der Zukunft das auch nicht mehr nur schriftlich tun können. Vielleicht ist es auch möglich, tatsächlich das mündlich zu tun oder zum Beispiel durch eine Sprachnachricht oder so. Das ist etwas, wo wir tatsächlich noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, bis 2020 haben wir das im Griff, aber wir beeilen uns. Wir hatten noch ein paar andere Themen, die sich herauskristallisieren. Transparenz und Nutzung von Instrumenten, die Transparenz herstellen. Das kann auch helfen dabei, diese Imbalancen tatsächlich aufzubrechen. Das heißt, wir müssen die Transparenz steigern. Vielen Dank, Zoe. Lisa. Ja, auch ich möchte mich gerne mit der Frage des Kräfteungleichgewichts beschäftigen und wie die Multi-Stakeholder-Gruppe hier Fortschritte bringen kann. Ich glaube, der Prozess, den wir hier haben, ist ja an sich schon ein Zeichen des Fortschritts. Wir arbeiten mit Partnern, die tatsächlich Experten bei der Nutzung sind. Sie sind keine Experten für KI, aber sie kommen aus Bereichen, die zu tun haben mit der Zukunft der Technik. Und Zoe, ich habe diese Diskussionen in Hinterzimmern schon gesehen und diese Illusion, dass die Diplomatie wirklich mit Beratung zu tun hat und in Wirklichkeit waren das Treffen mit Menschen, die gar nicht vorhatten, etwas zu ändern. Und ich möchte zu so einer Organisation nicht tun und wir sind so auch nicht. Sondern wir arbeiten mit Menschen aus Gewerkschaften und in einem europäischen Zusammenhang mag das jetzt erst einmal seltsam klingen, aber in den Vereinigten Staaten sind die Gewerkschaften nicht mehr so stark wie früher. Wir bringen auch ehemalige Häftlinge dazu. Wir haben Menschen, die keinen Führerschein haben. Das ist sehr wichtig für zum Beispiel das Thema autonome Fahrzeuge. Dann auch Menschen, die Erfahrungen haben, die wir im Silicon Valley einfach normalerweise nicht antreffen oder in dieser wirklich sehr hochtechnologisierten Gesellschaft, in der wir uns normalerweise bewegen. Und das ist wirklich ein Fortschritt. Was jetzt das Kräfteungleichgewicht betrifft, wir wissen, dass viele dieser Industrieorganisationen sehr mächtig sind und wir versuchen wirklich uns zu wir konzentrieren uns nicht auf die Menschen, die diese Macht haben, sondern wir konzentrieren uns in unserer Multi-Stakeholder-Arbeit darauf, dass diese Chefs der KI-Forschung oder des Produktmanagements tatsächlich auch Entscheidungen so treffen, dass die Technologien so entwickelt, genutzt und sonst wie werden, dass tatsächlich das auch Menschen dient, die aus anderen Gesellschaftsbereichen kommen und aus der ganzen Welt kommen und dass diese Entscheidungen wirklich dann das auch berücksichtigen. Vielen Dank, das klingt nach einer wunderbaren Initiative. Ja, die Kräfteungleichgewichte, nun, das gibt es immer. Es hat immer jemand mehr Geld, jemand macht mehr Arbeit, jemand hat Informationen und so weiter und so weiter. Wenn man jetzt wirklich sich einem multidisziplinarischen Prozess verschreibt, dann muss man transparent sein, auch über die eigene Macht und über die Absichten, die man verfolgt. In Bezug auf den multidisziplinarischen Ansatz ist es, glaube ich, wichtig, jetzt auch, und da ist jetzt übrigens das Thema der Internetsucht ein ganz gutes Thema. Ich verstehe davon gar nichts. Also,
werde ich diese Frage nicht beantworten. Und das ist wichtig. Aber Sie sagten etwas in Ihrer Einleitung über Frequenzen. Sie sagten, dass Menschen, die keine Ahnung von Frequenzen haben, dann auch nicht an der Diskussion über Frequenzen teilnehmen sollten. Aber in einem anderen Bereich der Internetgesellschaft haben wir diese Netzwerke und die Frequenzverfügbarkeit ist sehr wichtig, gerade dafür, dass die Menschen, die bisher zu wenig Zugang zum Internet haben, diesen Zugang bekommen. Und deshalb ist es immer auch Teil der Verantwortung, sicherzustellen, dass man die Diskussion auf die Ebene bringt, wo sie dann auch tatsächlich geführt werden sollte. Und man muss sich immer fragen, welche Rolle hat der Spezialist? Ja, zum Beispiel machen die Experten jetzt die Arbeit zum Thema Frequenzen und Dichte der Frequenzen. Aber die Frage ist, auf welcher Ebene muss das entschieden werden und wer ist auf dieser Ebene zu beteiligen? Und das ist eine gemeinsame Verantwortung, die man hat, in diesen multidisziplinarischen Prozessen sicherzustellen, dass man den richtigen Input von den richtigen Spezialisten zur richtigen Zeit hat und mit der richtigen Zielsetzung. Ja, das heißt also wieder, dass man jedes einzelne Silo dann auch zur Rechenschaft zieht. Vielen Dank. Ja, ich hatte ja das Beispiel der Frequenzen ins Spiel gebracht und dazu denke ich Folgendes. In einem Multi-Stakeholder-Prozess ist es wichtig, Vertreter aus jeder Stakeholder-Gruppe zu finden, die tatsächlich über die Sachkenntnis haben. Das heißt, dafür ist jede Gruppe selbst verantwortlich, die passenden Leute zu nominieren. Und die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist Folgende. Wenn wir einen Multi-Stakeholder-Prozess aufbauen, dann sorgen wir dafür, dass dann auch entsprechende Kapazitätsaufbau stattfindet, damit die Leute wirklich teilnehmen können. Wir rufen sie nicht einfach an und sagen, kommt mal vorbei. Das heißt also, man muss dafür sorgen, dass die Kenntnisse vorhanden sind. Und wenn dann die Zusammensetzung der Gruppe entsprechend gewährleistet ist, dann sind auch die Kräfte gleich, dann ist auch das Kräftegleichgewicht hergestellt. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Minister haben, der zum Beispiel Vorsitzender ist. Aber man könnte zum Beispiel dann einen Co-Vorsitzenden aus der Zivilgesellschaft haben. Das habe ich schon gesehen und es hat funktioniert. Und auf diese Weise hat der Minister nicht die ganze Macht. Das heißt, wenn man hier ein Kräftegleichgewicht herstellt, und zwar in jedem einzelnen Prozessschritt, dann glaube ich, funktioniert das auch. Ja, ich glaube, das ist eine gute Ausgewogenheit. Safari. Es hat jemand über den Kongo auch gesprochen. Und ich hatte schon viel Gelegenheit, darüber zu sprechen, auch im Forum über Freiheit auf dem Internet. Ich werde das jetzt nicht noch einmal alles wiederholen, aber was ich sehen kann, ist Folgendes. Wenn man die politische und soziale Situation in manchen Ländern sieht, bei uns und anderswo, dann stellt man fest, dass es sehr schwierig zu sagen, dass man das Internet komplett abschaltet. Denn Sie wissen, das Internet ist eine Art Verstärker. Es verstärkt Gutes, aber es verstärkt auch Schlechtes. Und wenn Schlechtes verstärkt wird, dann hat das Auswirkungen auf Millionen von Menschen. Und wir haben ja schon gesprochen über Facebook und über künstliche Intelligenz und darüber, wie man auf diese Weise dann tatsächlich auch Hassrede und so weiter moderieren kann. Und diese Dinge führen dann tatsächlich dazu, dass das Internet abgeschaltet wird. Das heißt, es passierten sehr viele negative Auswirkungen. Aber wir haben keine Regulierungsmöglichkeit in unserem Land. Und die einzige Chance, die wir haben, ist wirklich das Internet auszuschalten. Wir haben keine anderen Moderationsmöglichkeiten. Und wir sollten nicht so weit gehen müssen, wenn wir Fähigkeiten hätten und tatsächlich mit diesen Dingen umzugehen. Das heißt, das kann natürlich dann wieder die Rechte anderer Menschen beeinflussen. Wir haben Wahlen in unserem Land und ich kann Ihnen sagen, dass wenn das Internet ausgeschaltet wäre,
das Internet sicherlich, die Wahlen sicherlich anders ausgehen würden. Und vielleicht hätten wir auch wieder einen Bürgerkrieg. Denn bei den Wahlen gibt es so viel Spannung und so viel Hass, dass das wirklich schiefgehen kann, dass man ins Negative abrutscht. Wir sind hier nicht dann in einer Demokratie des freien Verständnisses. In unserem Land haben wir diese ganzen, dieses Stammesdenken, und Dinge wie Facebook können uns helfen, tatsächlich eine formelle Zensur zu verhindern und auch dass die Abschaltung des Internets zu verhindern. Aber ich mache mir um Folgendes Sorgen. Wir sprechen jetzt über Multi-Stakeholders und wir sprechen über Abschalten des Internets. Und einer derjenigen, die da beteiligt waren, hatte eine Beschwerde aufgrund einer Abschaltung des Internets. Das war natürlich jemand, der Geld verloren hatte, weil natürlich in der Zeit keine Mobilfunkgebühren bezahlt wurden. Und wer war als erstes betroffen? Menschen mit Behinderungen. Aber sie haben nicht Geld verloren, sie haben ihr Leben verloren. Sie konnten nicht mehr kommunizieren, sie konnten sich nicht mehr austauschen mit anderen. Sie haben wirklich kein Internet mehr gehabt und damit keine Lebensmöglichkeiten mehr. Sie hatten wirklich, wir müssen hier die Prioritäten wirklich klar kriegen. Wenn man über das Internet spricht, über Internetpolitik und über andere Dinge, dann muss man auch diese Dinge im Hinterkopf behalten, denn das Internet betrifft jeden, selbst die Menschen, an die man gar nicht denkt. Vielleicht verlieren sie nicht nur das Internet, sondern sie verlieren viel nützlichere Funktionen des Internets, als wir jemals benutzen. Ja, das hat mit der Notwendigkeit zu tun, den Inhalt zu verstehen. Es gibt keine rein digitale und keine analoge Welt mehr. Die sind nicht mehr getrennt. Das ist eine digitale Welt. Wer ein Smartphone hat, kann vielleicht nachsehen, wann ein echter Bus in der echten Welt kommt oder nicht. Das war übrigens ein wichtiger Beitrag. Danke, Safari. Vielen Dank. Ich werde mich kurz halten, denn ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit und wir möchten ja auch noch aus dem Publikum Fragen und Kommentare hören. Wir haben schon so viel über Herausforderungen gehört und jemand hat gesagt, das sind existenzielle Herausforderungen, ob das jetzt die Internetsucht ist oder KI oder Wahlmanipulation. Ich denke, der multidisziplinarische Ansatz wird absolut entscheidend sein zum Umgang mit diesen Themen. Es ist also nicht irrelevant, im Gegenteil. Und es gibt Beispiele von den Herausforderungen, wir haben schon davon gehört. Wir müssen inklusiv handeln. Und wann immer wir über den Multi-Stakeholder-Ansatz sprechen, gibt es auch zu Recht immer die Sorge, dass der Ansatz tatsächlich auch irgendwie als Feigenblatt genutzt wird, um bestimmte Interessen zu verschleiern. Und ich glaube, viele zivilgesellschaftliche Gruppen sind da sehr vorsichtig und Vertrauen aufzubauen in einen solchen Prozess ist, wie ich bereits vorher gesagt habe, abhängig davon, wie viel Transparenz man möglich macht. Wir haben einige positive Beispiele gehört über Verträge zur Beteiligung, auch darüber, dass man sich Sorgen anhört und dass man darauf auch reagiert, wie zum Beispiel bei Facebook bei diesem Aufsichtsrat. Dann auch technische Lösungen für einige der Sorgen und ich glaube auch einige weitere Verpflichtungen, zu denen man sich bekennen muss, wie zum Beispiel dauerhaft zuzuhören. All das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch Zeit haben für eine kurze Schlussbemerkung, aber wenn ja, dann würde ich sagen, dass ich die Herausforderungen so verstehe, dass die Lösungen nicht rein technisch sein können, beziehungsweise dass die technischen Lösungen, wenn sie denn angemessen sind, aus solchen Diskussionen wie dieser hier herausfließen. Das heißt, das Internet von morgen ist unser gemeinsames Projekt. Wir alle sind dafür verantwortlich und das heißt, wir müssen zuhören, wir müssen wirklich alles berücksichtigen, auch die Herausforderungen. Und wir müssen auch lernen von der Umsetzung des Multi-Stakeholder-Prozesses. Und all das wird entscheidend sein. Es ist alles noch nicht perfekt, aber der Ansatz beruht auf einigen Schlüsselprinzipien, die uns leiten müssen. Und wir müssen weiter lernen. Wir müssen bei der Umsetzung weiter lernen. Das wird ein guter Weg sein, denke ich. Die Internet Governance, das IGF. Für viele Menschen ist das tatsächlich etwas, ja, so wie Safari auch gesagt hat, was entscheidend ist. Sophie, warum
beteiligt sich die internationale Handelskammer daran, weil es einfach Sinn macht, weil es eine gute Investition ist. Wenn man nicht dafür sorgt, dass die richtigen Leute am Tisch sitzen, dann muss man irgendwann wieder von vorne anfangen. Das kostet sehr viel Zeit. Und ich möchte nochmal auf Lisas Thema zurückkommen. Ich stimme Ihnen komplett zu. Ich glaube auch nicht, dass es in irgendeiner Weise Zeit kostet. Ich glaube auch nicht, dass es einen Gegensatz gibt zwischen diesem langen und relativ zeitaufwendigen Prozess. Ich glaube, das ist eine gute Investition und ich glaube, es ist absolut wert, sich da zu beteiligen. Zu Kenneth möchte ich sagen, ja, es geht um Kapazitätsaufbau, darüber müssen wir sprechen, aber das gilt für alle Stakeholder. Ich glaube, das gilt nicht nur für einzelne Gruppen, wo man dann sagt, oh, ihr habt keine Ahnung. Nein, ich glaube, wer sich in einen solchen Prozess einbringt, der versteht dann, wie viel man eigentlich wissen muss, um daran einen sinnvollen Beitrag leisten zu können. Und die Anforderungen, das kann ich zumindest für mich sagen, sind auch so, dass man dabei im Prozess noch sehr viel lernt. Das gilt bestimmt auch für anderen. Gibt es ein Kräfteungleichgewicht? Ja, aber ich denke, das entwickelt sich auch im Rahmen eines solchen Prozesses und man stellt vielleicht fest, dass ein Experte, der am Tisch sitzt, vielleicht dann doch nicht die Schlüsselperson ist, die man vielleicht erwartet hatte, um diesen Prozess dann wirklich erfolgreich abzuschließen. Ich möchte dann auch noch einmal bestätigen, dass wir auch mit Regierungen, mit der Zivilgesellschaft und mit allen zusammenarbeiten. Und so viel, also für mich ist das das erste IGF. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ich kann sagen, ich habe schon sehr viel gelernt in der letzten Woche. Ich bin wirklich erstaunt davon, wie viel langfristige Beteiligungen wir hier haben, wie divers auch die Hintergründe der hier anwesenden Menschen sind. Und ich glaube, es ist wirklich sehr lohnenswert, hierher zu kommen und sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, die ja gerade sich entwickeln. Das Internet der Dinge war vor einigen Jahren das große Thema. Jetzt ist es künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das hier ist ein wirklich gutes Labor, um sicherzustellen, dass wir uns richtig entwickeln, dass wir die richtigen Menschen am Tisch sitzen haben. Also vielen Dank, dass ich hier bei diesem Panel dabei sein darf. Sophie, vielen Dank. Sie haben auch über Leidenschaft gesprochen und über diese Selbstverpflichtung und dafür, dass so viele Menschen sich so intensiv schon mit diesem Prozess beschäftigen. Wer von Ihnen war schon bei den WISIS und Gesprächen dabei? Mehr als 12 Personen. Oh, Sie sind wirklich schon sehr, sehr lange dabei. Nur ein paar Worte noch über Kräfteungleichgewichte. Wir haben ja gehört, dass es manchmal einfach nur zwei, drei Leute sind, die hinter verschlossenen Türen miteinander sprechen. Wenn man jetzt allerdings 20 verschiedene Komitees hat mit verschiedenen Vertretern, die jeweils aus ihren eigenen Silos kommen, ihre eigenen Perspektiven haben, dann ist das auch etwas schwierig. Das geht in unserem Kontext nicht. Rein schon finanziell nicht. Das ist einfach nicht trivial für zivilgesellschaftliche Situationen. Wir bezahlen tatsächlich die Spesen und das ist wirklich wichtig. Ich habe mich auch über die Online-Frage gefreut, was jetzt die Internetsucht angeht. Wir studieren die gesundheitlichen Auswirkungen des Internets. Dazu gehört auch Mobbing online. Und es gibt natürlich auch positive Effekte des Internets, gerade die medizinischen Vorteile für Menschen in ländlichen Regionen, für diejenigen, die jetzt medizinischen Rat in Anspruch nehmen können, was sie vorher nicht konnten. Und etwas, was ich hier noch nicht gehört habe beim IGF, ist die Auswirkung der digitalen Transformation auf unser gesamtes Wohlergehen. Und es ist schwierig, das zu messen, denn es gibt positive und negative Eigenschaften. Es gibt Risiken, es gibt auch Chancen. Und wie bringt man das ins Gleichgewicht? Das haben wir uns in der ersten Phase unseres Projektes angesehen. Wir haben versucht, es zu messen und man hat eben diese Teilung in Positives und Negatives. Und ich glaube, auch andere sollten sich damit beschäftigen. Man muss sehen, wie man hier wirklich das Gleichgewicht herstellt, dieses komplexe Gleichgewicht. Das sollte unser Ziel sein. Vielen herzlichen Dank für Ihre Gelegenheit. Vielen Dank, Colin. Ich mag das Konzept der Balance. Wir haben nur noch eine Minute. Und ich möchte mich schon einmal bedanken für Ihre hervorragenden Beiträge. Vielleicht fasse ich einmal ganz kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Politikgestaltung in einem multidisziplinarischen Rahmenwerk wird funktionieren, wenn man inklusiv, nicht exklusiv vorgeht. Wenn man zum Beispiel Co-Vorsitzende hat, wie Kenneth sagte. Wenn man transparent ist, darüber haben wir auch gehört. Dann die Idee, dass man neue Instrumente des 21. Jahrhunderts nutzen kann, um transparenter zu sein und dass das den Prozess besser machen wird und dass das auch Vertrauen aufbaut. Darüber hatten Sie gesprochen.
Prozesse, die inklusiv sind und viele Stakeholder einbauen und dann auch neue Tools einbringen. Und Maureen, Sie sagten, ausgewogene und gut informierte Entscheidungen. Ja, also ich glaube, wir haben viel gelernt in diesem Panel. Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie heute hierher gekommen sind. Und vielen Dank auch nochmal an Sie auf dem Podium. Vielen Dank.